Hallo und herzlich willkommen noch aus dem Off zum Gespräch über das Lieferkettengesetz vom Grünen Kreisverband in Düsseldorf. Ich freue mich, dass schon 332 Leute sich zu uns gesellt haben und wir warten noch auf die restlichen 500, denn so viele Anmeldungen waren das, also noch ein, zwei Minuten und dann wollen wir starten. Aber herzlich willkommen schon mal, dass Sie dabei sind. Hallo nochmal an die 100 neu dazugekommenen. Hier spricht die Moderatorin Tanja Busse. Wir warten noch ein paar Sekunden bis zum Start, weil wir über 800 Anmeldungen haben und sekündlich werden es mehr, die ich jetzt sekündlich neu dazu begrüße. In ein paar Augenblicken geht's los und schon mal vielen Dank und herzlich willkommen an alle, die jetzt eingeschaltet sind. Herzlich willkommen zur Veranstaltung heute Abend des Grünen Kreisverbands Düsseldorf zum Lieferkettengesetz und zu der Frage, ob ein Lieferkettengesetz einen verzerrten Wettbewerb bringt oder endlich juristische Klarheit für alle Unternehmen, die sich auf den Weg machen, die SDGs, die globalen Nachhaltigkeitsziele einzuhalten, oder ob es eine Härte in Corona-Zeiten bedeutet oder aber den dringend erwarteten Umbau in eine nachhaltige Wirtschaft. Das alles wollen wir heute Abend diskutieren mit Ihnen. Wir sind im Chat schon fast 400 und vor allen Dingen mit unseren Referenten, mit Eva-Maria Reinwald vom Südwind-Institut, mit Gregor Berghausen von der IHK, der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf und mit dem Europaparlamentsabgeordneten von Bündnis 90, den Grünen, mit Sven Giegold. Herzlich willkommen, toll, dass Sie dabei sind. Und wir sprechen auch mit drei Düsseldorfern Unternehmen. Für Henkel ist Uwe Bergmann gekommen, Ilja Brockmeier spricht für Metro und ein Startup haben wir dabei, Philipp Henschel spricht für das Startup Circle Stance. Herzlich willkommen, toll, dass Sie dabei sind. Und eigentlich hätten wir auch noch die Stadt
Düsseldorf bzw. Vertreter, Dezernenten sogar dabei. Doch die haben gerade heute eine Haushaltssitzung und verhandeln über den Haushalt. Sonst wären die sehr gerne dabei gewesen und haben es schon für das nächste Mal angesprochen. Ja, ich freue mich, dass diese Veranstaltung so viele Leute heute Abend nochmal vor die Bildschirme gebracht hat, wo sie wahrscheinlich schon den ganzen Tag gesessen haben. Und freue mich selber auch, dass ich moderieren darf, weil ich vor 15 Jahren schon ein Buch geschrieben habe über Konsumentenverantwortung, dass wir endlich so kaufen müssen, wie es unseren Werten entspricht. Und deshalb ist es natürlich wunderbar für mich, dass da jetzt endlich ein Lieferkettengesetz auf dem Weg ist, in der Diskussion ist und wie das gehen kann, dass das was bringt für die Wirtschaft, für die Konsumentin und natürlich für all diese offenen Fragen von Menschenrechten bis Umwelt und Klima. Das wollen wir heute ausloten. Bevor wir starten, begrüßt Sie aber eine der beiden Sprecherinnen des Grünen Kreisverbands Düsseldorf, der uns heute Abend hier alle zahlreich zusammengebracht hat. Paula Elzholz, herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ich möchte mich der Begrüßung an unsere Gäste zunächst erstmal herzlich anschließen. Toll, dass Sie dabei sind. Das wird sicher ein wunderbarer Abend und ja, ich gestehe, mit 416 aktuellen Teilnehmerinnen ist das schon ein ziemlicher Rekord für uns. Herzlich willkommen auch an alle, die uns heute Abend zugeschaltet sind. Nun gibt es zahlreiche Themenbeispiele, die wir hätten wählen können, um die Themen globale Verantwortung und die wahren Kosten unseres Wirtschaftens zu thematisieren. Heute ist es das Lieferkettengesetz und zwar unter anderem deswegen, weil unsere Arbeitsgemeinschaft, die AG Nachhaltige Kommune, diese Veranstaltung von vorne bis hinten durchgeplant hat und organisiert hat. Und dafür einmal ganz herzlichen Dank von mir, vom Vorstand. Ganz, ganz toll. Und natürlich auch schon mal an Tanja Busse, die uns heute durch den Abend führt. Ich bin mir sicher, das war eine sehr gute Wahl. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und uns genau durch den Abend begleiten. Und ich will einfach nur sagen, ich wünsche uns einen informativen, aber ich würde auch sagen, nachdenklichen Abend und eine angeregte Diskussion dann am Ende. Vielen Dank und uns allen einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Paula Elzholz. Wir haben jetzt Zeit bis 8:30 und wollen so vorgehen. Wir haben in einem ersten Block die Frage gestellt, warum brauchen wir überhaupt dieses Gesetz? Warum ist das so wichtig? Was bedeutet das für die Wirtschaft aus Perspektive der IHK? Und was kann die Politik damit anfangen auf europäischer und natürlich nationaler Ebene? Wie muss sie das gut umsetzen, damit das wirklich wirkt? Dann machen wir eine kleine Kaffee- und Toilettenpause oder Bewegungspause für alle, die wir hier diesen ungesunden Lebensstil am Rechner leider führen müssen. Und nach 5 Minuten Pause wechseln wir dann nochmal die Perspektive und reden dann über die Erfahrungen der einzelnen Unternehmen und zwischendurch diskutieren wir immer mit Ihnen. Allen, die Sie jetzt zuhören, Sie können, wenn Sie uns über Zoom folgen, Fragen stellen über Q&A, also F und A, Fragen und Antworten. Unten in der Leiste das kleine Symbol, da können Sie uns Fragen stellen und sagen, ob Sie die Frage nur vorgelesen haben wollen oder selber zu Wort kommen. Wir versuchen das dann mal. Und in Düsseldorf sitzt der Patrick Schiffer, der macht das alles möglich für uns. Ja, worum es geht und warum beim Kreisverband in Düsseldorf der Grünen in der AG Nachhaltige Kommune so viel über das Lieferkettengesetz geredet wird und vor allen Dingen auch über die Chancen, die dahinter stecken, das wird Ihnen nun der Sprecher der AG Nachhaltige Kommune sagen, der uns alle überhaupt zusammengebracht hat, der mit seiner AG diese Veranstaltung vorbereitet hat und auch sonst unfassbar viel Arbeit, finde ich, macht für das Thema nachhaltige Kommune, von Beschaffung bis Bildungsarbeit, bis Treffen mit den Grünen, bis Wirken hinein, Anträge in das Grundsatzprogramm der Partei. Also da ist eine AG, die hat, ich glaube, ein bisschen Wirkung jenseits dieser Veranstaltung auch. Und der Sprecher ist als Lehrer ganz engagiert bei Umweltthemen und beim Thema BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich habe bei der Vorbereitung schon gedacht, ich würde den gerne mal ausleihen für die Schulen hier auf die Main Kinder gehen. Aber jetzt heute Abend sagt er uns, warum, welche Chancen stecken in einem Lieferkettengesetz. Klaus Kurz, Sie haben das Wort. Herr Kurz, ich höre Sie noch nicht. Vielleicht noch Mikro anschalten?
So, jetzt müsste ich zu hören sein, ja? Okay. Herzlich willkommen auch meinerseits. Ich beginne mit einem kurzen Aufschlag zur Frage Lieferkettengesetz als Beitrag zur Realisierung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Schaut man sich die 17 Nachhaltigkeitsziele an, dann ist das relativ klar, dass das mit dem heutigen Thema einiges zu tun hat. Ich habe da mal aus 5 Zielen einzelne Zitate herausgezogen, die sehr deutlich machen, dass das eindeutig was mit diesen Nachhaltigkeitszielen zu tun hat. Die Agenda 2030 mit den 17 Nachhaltigkeitszielen ist nicht nur ein Katalog von Problembeschreibungen, wie hier auf den Bildern zu unserem heutigen Thema, sondern eine sorgsam überlegte Modernisierungsstrategie der Staatengemeinschaft für uns als Weltgesellschaft, basierend übrigens auf den jahrzehntelangen Erfahrungen, insbesondere mit Entwicklungspolitik. Die Agenda 2030 ist ein überaus geeigneter Rahmen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf allen Ebenen, von der globalen Ebene bis zum einzelnen Bürger, der einzelnen Bürgerin. Und es geht darum, gemeinsame Probleme anzugehen und innovative, nachhaltige Lösungen zu erreichen. EU, Bundes- und Landesregierungen, viele Kommunen, aber auch Unternehmen, sogar Schulen und Kitas verfolgen Nachhaltigkeitsstrategien und integrieren diese Ziele in ihre jeweilige Arbeit. Nun ist die Agenda 2030 eine politische Willenserklärung, nicht völkerrechtlich verbindlich. Beobachtet man aber den politischen Prozess auf der UN-Ebene, ist erkennbar, dass die politischen Ziele teilweise nach Jahre oder sogar jahrzehntelangen Verhandlungen zu völkerrechtlich verbindlichen Verträgen kondensieren. Ein schönes Beispiel ist das Protokoll von Montreal, durch welches FCKW als Verursacher des Ozonlochs weltweit verboten wurde. Das gelang übrigens recht schnell und problemlos, weil das Verbot keinen Wohlstandsverlust zur Folge hatte. Es gab innovative Lösungen, nämlich andere Kälte- und Treibmittel. Wie lange und vom Scheitern bedroht solche Verhandlungen sein können, zeigt der Klimavertrag von Paris, der jetzt glücklicherweise unter Dach und Fach ist. Aber wir alle erleben natürlich auch die Schwierigkeiten der Umsetzung. Das ist evident. Im Jahre 2011 wurden die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Als Folge dieses UN-Beschlusses ist nun die Umsetzung der Leitprinzipien ins nationale Recht erforderlich. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte bestehen aus 31 Prinzipien, die übergeordnet im Drei-Säulen-Modell Schutz, Achtung und Abhilfe zusammengefasst werden. Das ist die Verpflichtung des Staates zum Menschenrechtsschutz, Unternehmensverantwortung, Achtung der Menschenrechte und Zugang zu effektiven Rechtsmitteln. In 33 Ländern wird derzeit an solchen Umsetzungsplänen gearbeitet oder solche sind schon beschlossen. Im Dezember 2016 hat die Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet und die Staaten haben im Rahmen dieser UN-Vorgaben einen Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung dieser Vorgaben. Seither debattieren wir intensiv über einen Weg, wie die Leitprinzipien der UN in Deutschland umgesetzt werden könnten. Unsere Veranstaltung soll dazu beitragen. Es geht auch darum zu eruieren, wie ein Lieferkettengesetz konkret ausgestaltet werden könnte und welche Kompromisse zwischen den unterschiedlichen Positionen denkbar wären. Soweit mein erster Aufschlag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Na. Jetzt aber, jetzt klickt es. Guten Tag, ganz herzlichen Dank, Herr Kurz. Das Mikro ist wieder an. Ja, jetzt haben wir einmal den Rahmen, wir haben das jetzt aufgehängt. In der Flughöhe des Adlers, einmal global, gibt es eine große Aufgabe. Das Ziel steht über all dem, was wir heute an einzelnen Stellen besprechen werden. Es gibt bundesweit ja ein ganz großes Bündnis von NGOs, von Verbänden, von Gewerkschaften, die sich zusammengeschlossen haben, um diese Idee eines richtig wirksamen Lieferkettengesetzes voranzubringen.
bringen. Das ist die Initiative Lieferkettengesetz, die schon eine Menge auf die Beine gestellt hat. Einmal über 222.222 Unterschriften für eine Petition für das Gesetz und die jetzt nochmal nachlegt und sagt, wir müssen jetzt Druck machen, nachdem wir so lange geredet haben und das Wirtschafts- und Entwicklungsministerium drum streiten, wie es denn nun genau aussehen soll, müssen wir diese Blockade aufhören. Es muss jetzt vorangehen. Und für NRW ist in diesem sehr renommierten Bündnis das Südwind-Institut dabei, das sich eigentlich mit wissenschaftlicher Expertise für globale Gerechtigkeit einsetzt seit vielen Jahren. Und dort arbeitet eine Politikwissenschaftlerin eben mit Schwerpunkt auf diese globalen Demokratiefragen als Promoterin für globale Wirtschaft und Gerechtigkeit. Und von ihr hören wir jetzt, warum wir das so dringend brauchen und wie es aussehen muss, das Lieferkettengesetz. Eva-Maria Reinwald, toll, dass Sie Zeit haben heute Abend und uns davon zu berichten. Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, in dieser Runde zu sein. Ich muss jetzt gerade eben meine Bildschirmpräsentation starten. Genau. Ja, wie eben schon erwähnt, Südwind ist Teil der Initiative Lieferkettengesetz des breiten Bündnisses, was für ein starkes Lieferkettengesetz noch in dieser Legislaturperiode eintritt. Gegen Gewinne ohne Gewissen hilft nur ein gesetzlicher Rahmen. Das ist quasi die Überzeugung, die dieses breite Bündnis eint. Und ich möchte kurz darlegen, warum wir diese Überzeugung teilen, welche Anforderungen wir an das Gesetz stellen und was ein Lieferkettengesetz aus unserer Sicht erfüllen muss. Menschenrechtsverstöße in weltweiten Lieferketten sind keine Ausnahmen, sondern haben System unter den Bedingungen des harten Wettbewerbs unserer globalisierten Weltwirtschaft. Und wenn wir die Bilder etwa der einstürzenden Fabrikbauten von Rana Plaza 2013 sehen, dann sind das Bilder, die uns als Weltgemeinschaft aufrütteln, die uns erschüttern, aber sie sind auch nur die Spitze eines Eisbergs von täglichen Verstößen gegen Menschenrechte, gegen Umweltstandards. Täglich stehen Menschen in der Ledergerbung knietief, in krebserregenden Laugen gelangen schwermetallhaltige Abwässer in Flüsse. Täglich arbeiten Kinder auf Kakaoplantagen in Ghana und der Elfenbeinküste, den Hauptländern des Kakaoanbaus etwa, sind 1,5 Millionen Kinder auf den Plantagen beschäftigt, weil das Einkommen der Kakaobauern so gering ist. Bayer exportiert weiterhin Pestizide in Länder des globalen Südens, die in der EU aufgrund ihrer Umwelt- und Gesundheitsschäden längst verboten sind. Wir haben große Herausforderungen im Abbau von Rohstoffen, sowohl was den Kleinbergbau betrifft, wo Menschen oft ihr Leben gefährden, als auch eben bei großen Bergbauprojekten, wo es häufig zu Vertreibung zum Beispiel von Bevölkerungsgruppen kommt. Also seit 2005 hat die Plattform das Business and Human Rights Resource Center auch Menschenrechtsverstöße gegen deutsche Unternehmen gezählt und 280 waren es an der Zahl, die gegen deutsche Unternehmen öffentlich verlautbart wurden. Und aus unserer Sicht ist es untragbar, dass wir diese Missstände in Lieferketten weiter akzeptieren und dass auch Handlungsansätze, die sich eigentlich als wirksam herausgestellt haben zur Bekämpfung dieser Missstände, sich nicht flächendeckend umsetzen lassen, dass weiterhin auch schnelllebige Geschäftspraktiken, dass ein hoher Preiswettbewerb, Einkaufs- und Geschäftsmodelle von Unternehmen diese Problemlagen noch weiter verschärfen. Eben wurden die UN-Leitprinzipien als der internationale Rahmen erwähnt, in dem wir uns in diesem Themenfeld bewegen. Diese Leitprinzipien sagen klar, es muss natürlich in der Verantwortung der Staaten liegen, dass Gesetze geschaffen werden zum Schutz der Menschen, zum Schutz der Umwelt und diese auch durchgesetzt werden. Aber wir sehen eben an ganz vielen Stellen, dass das nicht ausreichend passiert. Das hat sowohl interne als auch externe Gründe in den Produktionsländern, in den Ländern des Rohstoffabbaus. Und es ist deshalb wichtig, dass auch Unternehmen Verantwortung übernehmen für ihre Auslandsgeschäfte, für ihre Lieferketten. Und das, was die UN-Leitprinzipien sagen, was wir von Unternehmen verlangen können, das ist das, was wir auch gesetzlich festgeschrieben haben wollen, nämlich sogenannte Prozesse menschenrechtlicher und für uns auch ökologischer Sorgfalt. Unternehmen sind demnach aufgefordert, dass sie Risiken ermitteln, in ihrer Lieferkette schauen, wo finden Menschenrechtsverstöße statt, wo bestehen Risiken, dass sie stattfinden, dass sie dann wirksame Maßnahmen dagegen ergreifen und darüber Bericht erstatten und Beschwerdemechanismen einrichten.
Und Unternehmen, die sich mit diesen Anforderungen auch schon länger auseinandergesetzt haben, machen häufig die Erfahrung, dass es dabei auch um Veränderungen der Beschaffungspraxis geht. Um die Frage, habe ich eine langfristige und gute Beziehung zu meinen Zulieferern? Manchmal sind es auch recht einfache Maßnahmen, die sich umsetzen lassen. Wir hatten zum Beispiel ein Schuhunternehmen kritisiert hinsichtlich der Gesundheitsgefahren im Umgang mit Lösemitteln. Und sie haben dann auf verträgliche, wasserbasierte Lösungsmittel umgestellt, haben die Belüftungssysteme in der Fabrik verändert. Also es sind oft auch einfach praktische Maßnahmen, die ergriffen werden müssen und die zu einer Verbesserung dann auch in den Lieferketten führen. Diese Achtung von Menschenrechten in Lieferketten hinzuwirken, ist auch durchaus im Interesse von Unternehmen, denn wenn sie die Risiken ignorieren, kann das langfristig natürlich auch negative Auswirkungen auf ihren Ruf haben, auf die Bindung von Investoren haben und auch auf die Bindung von daran interessierten Mitarbeitenden haben. Oft erfordert es auch Lösungen der gesamten Branche im Kakaosektor etwa, zu dem wir intensiv arbeiten, wissen wir, dass dieses Problem der Kinderarbeit ganz eng mit der Einkommenssituation der Kakaobauern zusammenhängen muss, hängt, dass dieses Einkommen der Kakaobauern gesteigert werden muss. Und es gab auch Programme im Monitoring von Kinderarbeit, die sich als wirksam erwiesen haben. Und damit solche Lösungen auch flächendeckend umgesetzt werden, braucht es die verbindliche Verpflichtung von allen. So haben zum Beispiel die großen Schokoladenhersteller Mars und Mondelez auf europäischer Ebene schon länger auch ein Lieferkettengesetz auf Europaebene gefördert, was eben eine Marktgleichheit schaffen würde. Also, dass solche branchenspezifischen Ansätze vorangetrieben werden können. Was ist aus unserer Sicht ein wirksames Lieferkettengesetz? Was sind unsere Anforderungen daran? Uns ist wichtig, dass sich das Lieferkettengesetz sowohl auf Menschenrechte als auf die Sorgfaltspflicht mit Blick auf Risiken für Menschenrechte besteht, als auch auf umweltbezogene Sorgfaltspflichten, also dass der Schutz der Umweltgüter mit beachtet werden muss von den Unternehmen. Und relevant ist für uns auch, dass sich diese Pflicht auf die gesamte Lieferkette bezieht. Denn wir sehen, dass viele auch gerade von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, von Kinderarbeit zum Beispiel, am Anfang von Lieferketten stattfinden. Also auf den Plantagen, in den Minen, in denen Rohstoffe abgebaut werden. Und deshalb ist für uns diese Pflicht für die gesamte Lieferkette, wie sie auch in den Leitprinzipien beschrieben wird, wesentlich. Dann stellt sich bei so einem Gesetz natürlich die Frage, für welche Unternehmen soll dieses Gesetz gelten? Also die Frage des Anwendungsbereichs. Und da haben wir als Initiative immer für eine Lösung mit Augenmaß plädiert, dass große Unternehmen in die Pflicht genommen werden, also nach Handelsgesetzbuch Unternehmen ab 250 MitarbeiterInnen, und dass aber auch kleine und mittlere Unternehmen aus Risikosektoren einbezogen werden. Das hat den Hintergrund, dass gerade auch in vielen Risikobranchen, in der Textilindustrie, bei Automobilzulieferern, aber auch in Lebensmittelbranchen, es auch sehr viel kleinere und mittlere Unternehmen gibt. Und wenn man da auch zu einem gemeinsamen Vorgehen kommen will, einen Schub quasi reindringen will, zu Verbesserungen in Lieferketten, macht es Sinn, dass dann auch die kleineren und mittleren Unternehmen einbezogen sind von einem solchen Gesetz. Aktuell hören wir leider in der Bundesregierung, da werden wir später natürlich auch nochmal drüber diskutieren, dass etwa der Wirtschaftsminister Altmaier dafür plädiert hat, Unternehmen ab 5.000 Mitarbeitenden erst zu verpflichten. Das wären gerade mal, ich glaube, 280 Unternehmen in Deutschland und hätte damit natürlich eine sehr geringe Wirkung im allgemeinen Wirkungsgrad dieses Gesetzes. Wesentlich ist, dass ein Lieferkettengesetz auch mit Sanktionen belegt wird, damit es auch Unternehmen tatsächlich handeln. Studien aus Großbritannien konnten zeigen, dass wenn Gesetze mit Sanktionen belegt sind, die Unternehmen betreffen, dieses Thema auch stärker in der Führungsebene angesiedelt wird und die gesamten Unternehmensprozesse betrifft und nicht in der Nachhaltigkeitsabteilung eines Unternehmens bleibt.
Uns ist dabei wichtig, dass das Gesetz quasi mit zwei, dass es wie ein Flugzeug mit zwei Flügeln fliegt, nämlich dass es ja auf zwei Arten von Sanktionen basiert. Das eine sind öffentlich-rechtliche Sanktionen, also Bußgelder oder eben auch bei Nichterfüllung der Sorgfaltspflicht ein Ausschluss aus der öffentlichen Beschaffung und aus der Außenwirtschaftsförderung. Das heißt, es braucht eine Behörde, die entsprechende Berichte sammelt, die Möglichkeiten hat, zu rügen, zu prüfen, auf Hinweise einzugehen und entsprechend auch solche Sanktionen dann anzuordnen. Wichtig ist aber eben auch für uns, dass es einen Haftungsmechanismus gibt in dem Gesetz, dass Unternehmen für vorhersehbare und vermeidbare Schäden haften, Betroffene die Möglichkeit haben, vor einem deutschen Gericht Entschädigung auch zu erlangen. Also, dass eben da, wodurch angemessene Maßnahmen diesen Risiken hätte entgegengewirkt werden können, auch ein Unternehmen belangt werden kann. Wir haben in der Initiative diese Forderungen nochmal sehr spezifisch ausgearbeitet in der Frage, wie können die auch verankert sein im deutschen Recht in einem allgemeinen Rechtsgutachten, was sich auf der Website findet. Und wenn das interessiert, die Umweltverbände haben auch nochmal spezifischer für die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten das Ganze ausformuliert in einem Rechtsgutachten zu den umweltbezogenen Pflichten. Welche Chancen sehen wir verbunden mit einem solchen Gesetz? Wir sehen große Chancen darin, dass eben diese verpflichtend vorsorglichen Maßnahmen tatsächliche Verbesserungen sozialer und ökologischer Bedingungen in den Lieferketten bringen, dass auch gerade bei den Themen, zu denen wir als Nichtregierungsorganisation seit Jahren arbeiten, bei denen Lösungsansätze zum Teil auch erprobt sind, dass diese auch endlich umgesetzt werden. Und da kommt es natürlich auch auf die Ausgestaltung an dieses Gesetzes, wird es auch wirksam mit Sanktionen verbunden sein. Wir verbinden damit die Chance, dass Betroffene Zugang zu Gerichten in Deutschland erhalten, also deutsche Unternehmen, die an Menschenrechtsverstößen im Ausland beteiligt sind, können dafür in der Regel bislang nicht belangt werden. Da spielen prozessuale Hürden eine Rolle, dass es zum Beispiel mangelnde kollektive Klagemöglichkeiten in Deutschland gibt, aber eben auch, dass es keine gesetzlich festgeschriebene Sorgfaltspflicht gibt, auf die man sich in dem Fall berufen kann. So eine Sorgfaltspflicht würde dann aus unserer Sicht auch eine Rechtssicherheit für Unternehmen schaffen, dass sie quasi wissen, was zu leisten ist und für alle eine Klarheit geschaffen ist über diese Pflichten. Ein Lieferkettengesetz würde ein Spielfeld mit gemeinsamen Regeln schaffen und damit auch eine Handlungsbasis für Unternehmen aus ganzen Branchen. Wie eben beim Beispiel Kakao beschrieben, sorgt ein Lieferkettengesetz dafür, dass nicht jene im Wettbewerbsnachteil sind, die Zeit und Ressourcen investieren in Prozesse zur Verbesserung, sondern es schafft eben auch die Handlungsbasis in gesamten Branchen, Unternehmen auch aus der Textilindustrie wie Chibo oder VD, die sich dann auch in Brancheninitiativen engagieren, haben das auch nochmal betont in diesen Debatten, wenn man gemeinsam vorangehen möchte, wenn man auch gemeinsam etwa auf die Verbesserung von Bedingungen in den Produktionsländern hinarbeiten will, dann macht es Sinn, dass eben auch Unternehmen gemeinsam mit einem höheren Einkaufsvolumen auf diese Problemlagen zugehen und so besser an den Herausforderungen arbeiten können. Nicht zuletzt ist ein starkes Lieferkettengesetz in Deutschland ein wichtiges Signal an die internationale Ebene, wo, da wird Sven Giegold sicherlich später noch intensiver drauf eingehen, auf Ebene der EU auch über ein europaweites Lieferkettengesetz diskutiert wird. Der Justizkommissar hat ein solches Gesetz, den Entwurf eines solchen Gesetzes für das Frühjahr diesen Jahres angekündigt. Und auch dort gibt es natürlich eine breite, auch zivilgesellschaftliche Bewegung, die das unterstützt. Da wäre ein Lieferkettengesetz in Deutschland jetzt auch das wichtige Signal, um auch den Willen quasi zur Mitwirkung dort zu signalisieren. Und auch auf Ebene der Vereinten Nationen wird seit 2014 über ein verbindliches UN-Abkommen zur Wirtschaft und Menschenrechten diskutiert.
Das ist ein Prozess, der angestoßen wurde durch Südafrika und Ecuador, der unterstützt wird von gerade von vielen Ländern des globalen Südens, wo jetzt 6 Verhandlungen seitdem stattgefunden haben, wo es einen überarbeiteten Vertragsentwurf inzwischen gibt, der auch von vielen Menschenrechtsexperten weltweit als weiterführend begrüßt wird, der vorsehen würde, dass alle Vertragsstaaten solche Art von Lieferkettengesetze beschließen, also ihre Unternehmen zur Achtung der Menschenrechte im Ausland verpflichten und die Zusammenarbeit verbessern, um Betroffenen die Möglichkeit zur Erlangung des Rechts zu geben. Und auf Ebene dieser Vereinten Nationen ist es leider so, dass Deutschland und die EU sich bislang nicht konstruktiv in diesen Prozess eingebracht haben. Und auch da, je stärker natürlich ein Land sich selbst schon verpflichtet hat, desto eher wird es sich auch sicherlich auf dieser Ebene in Zukunft konstruktiv engagieren. Ich freue mich nachher auf die Diskussion und möchte noch auf 2 weitere Informationsmöglichkeiten hinweisen. Sie kennen vielleicht schon die Website der Initiative Lieferkettengesetz, wo aktuell noch auch eine E-Mail-Aktion an Peter Altmaier unterschrieben werden kann und es immer wieder neue Informationen gibt. Auch auf der Facebook-Seite der Initiative und bei Twitter unter dem Hashtag Lieferkettengesetz sind immer wieder auch Informationen der Mitgliedsorganisationen zu finden. Und europaweit, hatte ich gerade erwähnt, gibt es ja auch die Diskussion um ein europäisches Lieferkettengesetz. Da läuft noch bis zum 8. Februar ein Konsultationsprozess der Europäischen Kommission, an dem man sich auch beteiligen kann als Bürgerin. Und unser Dachverband ECCJ hat auch dort eine Möglichkeit geboten, dass man diese Forderung unterstützt. Ich kann das gleich auch in den Chat stellen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Reinwald, für all die Infos und die vielen Aufträge, die wir jetzt schon bekommen haben. Wir dürfen nicht unseren Zeitplan verlieren. Trotzdem 3 ganz kurze Verständnisfragen und mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was genau sind die Risikofaktoren? Sind es 280 Menschenrechtsverletzungen im vergangenen Jahr oder über einen längeren Zeitraum? Und geht es nur um Unternehmen, die etwas produzieren, also Dinge herstellen, oder alle, die überhaupt irgendetwas machen? Genau, also ich glaube, ich hatte den Begriff Risikobranchen erwähnt. Das sind Branchen, in denen besonders häufig Menschenrechtsverstöße in den Lieferketten registriert sind. Das BMAS, also das Bundesarbeitsministerium, hat im vergangenen Jahr eine Studie zu diesen Risikobranchen herausgegeben, wo sie auch ermittelt haben, in welchen Branchen sind besonders häufig etwa über diese Plattform des Business and Human Rights Resource Center Menschenrechtsverstöße gemeldet worden und haben das noch mit anderen Informationsquellen abgeglichen. Kann ich auch den Link gleich mal in den Chat stellen? Und die zweite Frage bezog sich... Die Zahl. Die Zahl 280. Also genau. Sind 280 Menschenrechtsverletzungen pro Jahr oder pro... anderer Zeitraum. Das war ein Zeitraum von 2005 bis 2018, wo auf dieser Plattform die Menschenrechtsverstöße gemeldet worden waren. Genau. Ich glaube, es gab noch eine Frage. Das nehmen wir gleich mit in die Diskussion, super. Sonst bin ich nicht mehr Herrin meines eigenen Zeitplans. Ganz herzlichen Dank, Frau Reinwald. Sie würden jetzt einen tosenden Applaus, glaube ich, von 400, 500 Teilnehmern allein auf Zoom hören. Und Sie sehen ein paar Leute hier in der Leiste klatschen. Also ganz vielen Dank für die Infos. Und wir fragen jetzt, was das alles für die Wirtschaft, für die Unternehmen bedeutet. An der Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf, dort hat sich der Hauptgeschäftsführer dazu Gedanken gemacht. Er ist nämlich nicht nur Volkswirt, sondern auch Historiker und Philologe und aktiv in ganz vielen Beiräten von Karneval bis Kindergarten, aber auch in Wissensregionen und in den Stadtwerken. Also er hat eine gute Kenntnis der Wirtschaftsregion um Düsseldorf, aber auch, ich glaube, einen guten Blick auf globale Veränderungen. Und ich bin ganz gespannt, Gregor Berghausen, wie stellt sich das alles dar aus Sicht der Wirtschaftsunternehmen? Ja, vielen Dank, dass ich hier heute Abend sprechen darf. Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema für uns. Ich
bedanke mich sehr für diese Einladung zu so einem Online-Dialog. Ist eine wichtige Zeit und ich glaube, an der Stelle ist es gut, dass wir uns auch gerade in Bezug auf die regionale Wirtschaft mal einfach Gedanken machen, was bedeutet die Gedanken, die wir jetzt alle gehört haben, rund um das Lieferkettengesetz. Ich habe im Prinzip keine Folien dabei, weil alles tatsächlich jetzt schon dargestellt worden ist, wie der Sachverhalt tatsächlich sich darstellt. Und das ist, glaube ich, auch gut dargestellt worden. Ich glaube, dass jetzt heute Ihr Titel schon der Veranstaltung deutlich macht, es geht gar nicht mehr um die Frage eines Lieferkettengesetzes insgesamt, sondern eigentlich, wie das zum guten Schluss ausgestaltet wird. Und ich glaube, dass was alle eint, ist, und da nehme ich die Wirtschaft ganz bewusst auch hinzu, ist, dass ein klares Bekenntnis zur Einhaltung von Menschenrechten gibt. Insofern habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Aussage, Menschenrechtsverletzungen haben System in der Wirtschaft. Da, glaube ich, sieht die Wirtschaft das so, dass Menschenrechte nicht verhandelbar sind und auch das letztlich für zu der guten Unternehmensethik einfach dazugehört. Und gerade wir als Industrie- und Handelskammer sind gerade auch als in unserer Aufgabenstellung dafür tätig, für die, so steht es im Gesetz, für den ehrbaren Kaufmann letztlich einzutreten. Und insofern ist das uns, gehört das auch letztlich zu unserer DNA. Ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt darüber sich Gedanken machen, wie wird dann ein Lieferkettengesetz aussehen. Und ich schätze das sehr, dass die Grünen jetzt hier in Düsseldorf dazu dieses Forum bieten, um halt die unterschiedlichen Positionen, die es tatsächlich gibt, und das kann man auch an dieser Stelle überhaupt nicht negieren, mal deutlich zu machen. Vielleicht vorweg so ein paar Punkte, was die Frage der Betroffenheiten insgesamt angeht. Also wir jetzt hier in Düsseldorf oder in unserer Region und wenn wir das ein bisschen größer nehmen, die gesamte Metropolregion Rheinland, sind sicherlich einer der ganz klaren internationalen Dreh- und Angelpunkte mit unheimlich vielen Unternehmen, die gerade in dieser Fragestellung unterwegs sind. Wenn wir das sehen, was vom Ausland reinkommt, wir reden hier in der Metropolregion über 60.000 Unternehmen mit ausländischen Mehrheitskapital oder ausländischen Inhabern. Davon sind 25% hier bei uns in der, im Standort Düsseldorf. Das heißt also, auch Düsseldorf ist der internationale Standort im Rheinland und in Nordrhein-Westfalen. Das muss man sehr deutlich sagen. Und dieser Schwerpunkt dieser ausländischen Unternehmen, für die das Lieferkettengesetz im Übrigen auch gelten würde, die haben einen absoluten Schwerpunkt in den Ländern China, Türkei und Vereinigtes Königreich. Deswegen sind für uns im Moment der Brexit besonders wichtig. Und sie haben ihren Schwerpunkt von den Branchen im Bereich Handel. Also insofern auch diese Unternehmen gelten dazu. Und wir können mehr oder weniger sagen, bei den Industrie- und Handelskammern hier im Rheinland wird sicherlich die doppelte Anzahl von Unternehmen in einer Auslandshandelsbeziehung, Lieferkettenbeziehung stehen. Ja, das heißt also, für diese Unternehmen alleine hier in, am Standort Düsseldorf würde dieses Lieferkettengesetz gelten. Und man muss letztlich sehen, wenn es natürlich die entsprechenden Größenordnungen sind, das ist ganz klar. Und wir müssen mal sehen, einfach wenn man das Geschäftsvolumen einer Industrie- und Handelskammer sich anschaut, wir machen die sogenannten Ursprungszeugnisse, das ist so der Reisepass der Ware, der insbesondere in Drittländer dann geht. Und da machen wir als rheinländische Industrie- und Handelskammern pro Jahr 176.000 Ursprungszeugnisse. Das sind 176.000 Vorfälle, wo irgendetwas ins Ausland transportiert wird. Das sieht man, im Prinzip kann man davon ausgehen, genauso in der gleichen Größenordnung geht es auch retour. Also insofern, das sind eine Größenordnung, wenn wir uns darüber unterhalten, was ist eigentlich Außenwirtschaft, was ist Außenhandel, wo passiert da eigentlich was, dann sieht man schon alleine, wenn man dann nur den Raum Düsseldorf und Rheinland anschaut, wie groß die Betroffenheit ist. Und wir wissen auch natürlich, dass aktuell die Wirtschaft unter ganz besonderen Bedingungen steht. Ich brauche das jetzt hier nicht lange zu diskutieren. Die Corona-Pandemie setzt die Unternehmen auf unter schwierige Bedingungen. Es gibt eine ganze Reihe Unternehmen, die um ihre Existenz kämpfen. Davon sind im Übrigen auch die Belegschaften betroffen. Das ist alles nicht ganz einfach aktuell, aber man muss ganz klar sagen, da wo es Verlierer in einer solchen Situation gibt, gibt es auch Gewinner. Und man muss halt sagen, natürlich gibt es auch ein neues Bewusstsein von vielen Unternehmen, was letztlich ihre Zukunftsperspektive, was Nachhaltigkeitsperspektiven angeht. Wir haben insbesondere, was die Frage der Lieferketten angeht, tatsächlich aktuell eine sehr große Herausforderung durch die Pandemie,
weil es halt natürlich Lieferketten gab, die beeinträchtigt waren. Es gibt so eine ganz, wenn man so will, den gesamten Teil des Welthandels, der aktuell unter Vorbehalt steht. Wir sehen das gerade bei dem Thema Arzneimittel und Gesundheitsprodukte. Und ich glaube, dass wir natürlich aktuell sehen müssen, die Wirtschaft steht unter extremem Druck und gerade das Thema Lieferketten ist dabei ein ganz wichtiges. Zweites Thema ist das Thema der Handelskonflikte. Auch da müssen wir uns letztlich einfach nochmal klar machen, dass das im Außenhandel ein wichtiger Aspekt ist. Wir haben im Prinzip so ein Decoupling oder Entflechtung großer Wirtschaftsräume. Wir haben aktuell die Situation, die müssen wir ganz klar sehen, dass es quasi ein Szenario für die Weltwirtschaft gibt, wo wir eigentlich so unterschiedliche Teile sehen können, nämlich einmal eine US-Sphäre, eine China-Sphäre und eine Europa-dominierte Hemisphäre. Und Wertschöpfungsketten können oder werden aktuell renationalisiert. Das ist natürlich dann ein Punkt, der uns eigentlich in dieser Fragestellung unter Umständen vielleicht an der einen oder anderen Stelle helfen würde. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, wir leben eigentlich von einem Welthandel. Und gerade wenn man dann die Perspektive an, wir wissen, Wandel durch Handel ist also ein ganz wichtiges Punkt. Und die internationale Zusammenarbeit, insbesondere dann bei Ländern mit einer Entwicklungsperspektive, ist tatsächlich an dieser Stelle extrem wichtig. Und ich glaube, dass wir da den Außenhandel auch an vielen Stellen brauchen. Ich glaube im Übrigen, dass da, wenn man die amerikanische Perspektive nimmt, es auch aktuell keinen wirklichen Wechsel gibt. Ich glaube halt einfach auch, dass US-Präsident Biden dort letztlich einen ganzen Teil der Ideen, die gerade was diese Frage der Renationalisierung angeht, auch noch weiter spielen wird. In diesem Umfeld bewegen sich die auslandsaktiven Unternehmen, das muss man einfach sagen. Und sie haben, und das habe ich ja dann deswegen an den Anfang gestellt, weil man das letztlich deutlich machen muss, was bedeutet das eigentlich aktuell für die Unternehmen, die unter diesem Druck stehen? Wie läuft das da aktuell? Und ich kann nur sagen, wir sind hier im Düsseldorfer Raum sehr stolz darauf, dass das mit dem Thema Außenhandel aktuell gut funktioniert noch weiterhin. Ich kann dann immer nur verweisen auf unser Ursprungszeugnisbarometer. Ich hatte das eben gesagt, dass gerade das Thema Außenhandel aktuell noch erstaunlich gut läuft und wir darüber auch sehr froh sind. Wie schwer der Weg zu einem Lieferkettengesetz in Deutschland ist, zeigt sich darin, dass es aus aktuell ja immer noch kein von den relevanten Ressorts abgestimmtes Eckpunktepapier gibt. Bundeskanzlerin Merkel hat im Dezember 2020 betont, dass es aus ihrer Sicht noch Klärungsbedarf bei einigen Punkten gibt, gleichwohl sie das Gesetzesvorhaben nicht in Frage stellt. Ich glaube, das ist allerdings wichtig, dass wir doch letztlich ein entsprechendes Papier haben, womit wir dann auch wirklich arbeiten können. Sie hat allerdings in diesem Kontext auch angedeutet, dass ein Lieferkettengesetz für Unternehmen zusätzliche Belastungen bedeuten könnte und von diesem Hintergrund im Prinzip die gesamte wirtschaftliche Gemengelage ins Feld geführt. Um das Vorhaben eines Lieferkettengesetzes und seine Bewertung aus Sicht der Wirtschaft einordnen zu können, ist es nochmal ganz kurz, das, was Frau Reinwald ja auch schon dargestellt hat, nochmal wichtig, auf den nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Endleitlinien nochmal hinzuweisen, auf diesen NAP. Dort haben wir halt diese fünf Kriterien, Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte, Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte, Maßnahmen zur Abwendung negativer Auswirkungen und zur Überprüfung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen, viertens diese Berichterstattungspflicht und dann auch den Beschwerdemechanismus. Das ist das, was da eben als Sonne schon mal so dargestellt war und als Stern, glaube ich, eher besser. Wir als IHK Düsseldorf, aber auch die IHKs bundesweit, haben unsere Mitglieder über diesen NAP intensiv beraten und immer wieder informiert. Viele Unternehmen haben mehrere der genannten Kernelemente bereits implementiert, unabhängig im Übrigen von ihrer Größe und Mitarbeiterzahl. Im NAP-Monitoring gab es aber nur bestanden bei Erfüllung aller fünf oder wenn man eine nicht geschafft hat, dann halt ein nicht bestanden. Deswegen glauben wir, dass es eine ganze Reihe Unternehmen, die da durchs Raster fallen, die allerdings eigentlich schon auf einem guten Weg sind. Und insofern sollten wir da letztlich an dieser Stelle da den Blick weiten. Ich glaube, dass wir
in der öffentlichen Debatte daraus, aus diesem Bestanden, nicht bestanden, ein sehr negatives Bild von Unternehmen gewonnen haben, was im Prinzip darauf hinausläuft, dass immer gesagt wird, ja, die achten alle nicht auf die Menschenrechte und im Prinzip alle 5 Kriterien sind bei denen nicht erfüllt. Ich glaube, das ist nicht das Bild, was wir von unseren Unternehmen haben. Ich freue mich dann nachher auf die Unternehmensbeispiele, weil man halt letztlich dort sehr deutlich sehen kann, wie aktiv Unternehmen, aber auch letztlich weitergebend. Das ist wichtig. Unternehmen lernen am besten von Unternehmen. Das ist so. Und insofern glaube ich, dass es halt gut ist, dass wir Unternehmensbeispiele auch letztlich an dieser Stelle in einer entsprechenden Weise promoten. Unsere Informationskampagnen sind da an unterschiedlichen Aspekten, haben da angesetzt. Wir nehmen dann auch unterschiedliche Beispiele heraus, wie zum Beispiel den Change Room. Das ist eine Wissensplattform, eine Community für den Bereich Textil, also Designer und Kreative sind da vernetzt. Oder wir arbeiten auch zusammen mit der Hochschule Fresenius, die ja inzwischen im Studiengang Design auch letztlich entsprechende Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Im Hinblick auf das, was wir aktuell wissen, für ein kabinettsintern abzustimmendes Lieferkettengesetz, das ja aktuell auch letztlich zwischen den Ressorts auch ausgehandelt wird, da gibt es für mich aus Sicht der Wirtschaft 4 Punkte, die wir da nennen würden. Einmal, es braucht eine Folgenabschätzung. Das ist ganz wichtig. Zum jedem Gesetzesvorhaben gehört sowas. Das ist da hinten immer drin. Ja, das heißt also eine Folgenabschätzung hinsichtlich der Kosten. Was viele Unternehmen in der Debatte um dieses Gesetzesvorhaben aktuell vermissen, ist eine Schätzung jenseits seitens der federführenden Ministerien, wie hoch die Personal- und Sachkosten zur Erfüllung der im Gesetz vorgesehenen Pflichten für ein vom Gesetz betroffenes Unternehmen zu veranschlagen sind. Sowohl für die unmittelbar betroffenen Unternehmen wie auch deren mittelbar betroffene Zulieferer. Dieser Wunsch ist bisher von den Ministerien nicht so richtig aufgenommen worden. Und man muss da letztlich einfach sagen, das ist dann an vielen Stellen kommunikativer Effekt, der da auftritt, weil die Unternehmen das Gefühl haben, weil man es ihnen nicht sagt, werden sie halt letztlich von einer unglaublichen Bürokratie und unglaublichen Kosten halt letztlich belastet. Ob das so ist, kann man halt tatsächlich nur machen, wenn man vorher eine ordentliche Folgeabschätzung gemacht hat. Das zweite Thema, und das ist eben auch schon angesprochen worden, ist das ganze Thema der Haftungsfrage. Das ist aus meiner Sicht der größte Knackpunkt. Ich glaube, dass man erstmal im Grunde davon ausgehen sollte, dass für deutsche Unternehmen die Achtung der Menschenrechte ein wichtiges Anliegen ist. Und im eigenen Betrieb kann man da für wichtige Anliegen auch eine entsprechende Verhaltensgarantie geben. Und diese Sorgfaltspflicht erfüllen, auch im direkten Verhältnis mit unmittelbaren Zulieferern, könnten entsprechende vertragliche Bestimmungen, die dann auch justiziabel sind, getroffen werden. Wie aber soll man, zumal, und das gilt jetzt gerade für diese Frage der Unternehmen unter 250 Mitarbeiter, als kleines mittelständisches Unternehmen eine solche Sorgfaltspflicht und Garantie auch für Lieferanten einer internationalen, oftmals extrem weit verzweigten Lieferkette, und ich habe eben gesagt, wie viele Geschäftsvorfälle da existieren, dann auch letztlich übernehmen. Für alle Verstöße Dritter in zivilrechtliche Mithaftung genommen zu werden, wären aus Sicht eines Großteils der Unternehmerschaft, und das ist die Rückmeldung, die wir auch wirklich ganz praktisch haben, eine unverhältnismäßige und überzogene, weil sie dann halt natürlich, was den unmittelbaren Kontroll- und Einflussmöglichkeiten deutscher Unternehmen halt angeht, auch dann eine weit überschätzte Maßnahme. Ich will da jetzt sagen, aus unserer letzten Vollversammlung hat ein Mitglied, das Getreideprodukte herstellt und tatsächlich ein mittelständisches Unternehmen ist, aber tatsächlich, was sehr weit auch innerhalb Europas liefert, letztlich dann dazu gesprochen und der relativ deutlich da auch uns sehr praktisch erläutert hat, was das bedeutet, an wen er liefert. Da muss er im Prinzip dokumentieren, ja, was seine Sachen angeht und letztlich, was er dann im Prinzip an Haftungsdruck letztlich aus seiner Zuliefererkette hat. Und ich finde, das sollte man tatsächlich sehr praktisch sich einfach mal anschauen und auch letztlich dann wieder multiplizieren mit der Anzahl der Geschäftsvorfälle, um dann halt letztlich die Haftungsfrage an vielen Stellen auch wirklich zu beantworten. Und in was für einer Form sie dann am Ende, dass da gehaftet werden muss, zieht keiner in Zweifel, nur in was für einer Form man das am Ende des Tages machen sollte. Ich glaube, dass wir auch eins sehen müssen, dass Menschenrechte zu schützen, sowie Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards durchzusetzen, alles als allererstes erstmal staatliche Pflicht ist.
Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht an dieser Stelle letztlich das Wechselverhältnis zwischen Unternehmen auf der einen Seite und Staat auf der anderen Seite tatsächlich an manchen Stellen außer Kraft setzen, weil dann quasi mehr oder weniger diese staatliche Verpflichtung auf die Unternehmen übertragen wird. Ich glaube, das können die Unternehmen halt letztlich nicht leisten, oder das entspricht auch eigentlich unserem Wirtschaftssystem in dieser Form nicht. Also das heißt, an dieser Stelle könnte man allerdings sich sicherlich Mittelwege vorstellen. Bei dem Thema Rechtssicherheit, das ist mein dritter Punkt. Wir müssen ein bisschen Tempo geben. Ihre 15 Minuten sind um. Zwei Punkte haben Sie noch in einer Minute. Also, wobei das relativ schnell geht. Einmal die Rechtssicherheit ist das eine. Die Frage nämlich im Prinzip, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zum guten Schluss in einen unendlichen Rechtsstreit kommen, wenn wir über das Thema Rechtssicherheit reden, weil nämlich dann im Prinzip im Nachhinein eigentlich im Zweifelsfall immer geklärt werden muss. Und der vierte Punkt, und der ist auch schon angesprochen worden, das Thema Level Playing Field. Ich glaube, dass wir halt tatsächlich in erster Linie eigentlich auf Europaebene eine entsprechende Regelung brauchen, weil wir nämlich gerade in dem extrem eng vernetzten Wirtschaftsraum Europa gleiche Bedingungen für alle Staaten haben müssen. Und ich glaube, dass wir uns in unserem Netzwerk auch an dieser Stelle weiter engagieren, sehr gerne engagieren, unsere Unternehmen auch dann an dieser Stelle entsprechend informieren werden. Aber wir hoffen, dass der Bürokratieaufwand auf der einen Seite und die Einschränkung der wirtschaftlichen Tätigkeit auf der anderen Seite so gering wie möglich gehalten wird. Allerdings tatsächlich ganz eindeutig immer unter der Maßgabe, dass es keine Alternative dazu gibt, dass die Menschenrechte eingehalten werden müssen. Okay. Ganz herzlichen Dank, Herr Berghausen, und auch an Sie einen virtuellen Applaus einmal durch den Äther nach Düsseldorf. Wir diskutieren später dazu. Sie haben die Überleitung nach Europa ja schon geliefert, und wir nehmen aber mit, es gibt ein Bekenntnis zu den Menschenrechten, keine komplette Ablehnung des Gesetzes, sondern es kommt jetzt darauf an, eine präzise Ausgestaltung zu machen, die es handhabbar macht, dass man als Unternehmen weiß, was man zu tun hat, ohne komplett in den letzten Schritt, in den hundertsten Tier zurückzuverfolgen, was geht, sondern es muss machbar möglich werden, und es braucht eine Rechtssicherheit. Ja, wie geht es denn europäisch weiter? Es ist dort was im Gespräch, aber das kann noch Jahre dauern. Deshalb müssen wir auch wieder gucken, dass es in Deutschland dann doch schon mal weitergeht. Und wie es in diesem Verhältnis zwischen deutschem Lieferkettengesetz und dem europäischen aussieht, da kann uns vielleicht der Sprecher der Grünen im Europaparlament helfen. Er ist auch Obmann der Grünen-Fraktion im Wirtschaftsausschuss. Viele kennen ihn schon als Mitbegründer von ATTAC von vor vielen, vielen Jahren. Und er ist auch eine Art Bildungseinrichtung, so nehme ich ihn wahr, denn er lädt immer wieder ein, regelmäßig Europe Calling zu allen wichtigen Zukunftsthemen. Heute ist er mal nicht Gastgeber, sondern Gastredner Sven Giegold. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ja, vielen Dank erstmal für die nette Einführung und auch danke an den Kreisverband Düsseldorf und die verschiedenen Aktiven, die das hier möglich gemacht haben. Das hat Spaß gemacht, das zu unterstützen. Und das ist eine ganz wichtige Diskussion. Ich würde gerne erst mal sagen, dass schon allein die Terminwahl eine großartige Errungenschaft ist, denn nämlich, ich kann jetzt, bin wirklich stolz, verkünden zu können, dass gerade vor wenigen Minuten das Abstimmungsergebnis aus dem federführenden Rechtsausschuss des Europaparlaments gekommen ist. Und wir eine breite Mehrheit nach Jahren der Debatte für ein verbindliches europäisches Lieferkettengesetz zusammengebracht haben. Es kommt und wir haben es geschafft. Und das ist ein riesiger Erfolg für uns Grüne, für die Zivilgesellschaft, für viele andere im Parlament, die das lange unterstützt haben. Im März geht das Ganze ins Plenum. Und das Schönste daran ist, das ist ein Entschlussantrag im Rahmen eines sogenannten legislativen Initiativberichtes. Das ist das Instrument, von dem immer wieder fälschlich gesagt wird, dass es das Europaparlament gar nicht hat. Das Europaparlament hat nämlich sehr wohl ein gesetzgeberisches Initiativrecht, nur ein indirektes. Wir können die Kommission auffordern, ein Gesetz vorzulegen, was sie dann vorlegen muss, außer sie benennt einen konkreten Grund. Und bei der Wahl von Ursula von der Leyen musste sie sich, wie auch schon Herr Juncker, verpflichten, immer wenn wir einen legislativen Initiativbericht vorlegen, das entsprechende Gesetz auch vorzulegen. Und deshalb bedeutet das nichts anderes,
Im Frühjahr wird der Gesetzentwurf kommen. Das hat auch der Justizkommissar angekündigt. Und die zentralen Eckpunkte, was ein Lieferkettengesetz ausmacht, sind in diesem Bericht enthalten. Jetzt muss das noch durchs Plenum. Aber ich bin guten Mutes, dass wir das auch schaffen werden. Insofern ist dieses Webinar mit den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum richtigen Zeitpunkt. Und wir hätten das nicht geschafft, ohne die Unternehmen, die schon längst das praktizieren, ohne die vielen Initiativen in Kirche, Gewerkschaft, Zivilgesellschaft, die das alles vorangebracht haben. Und ich würde gerne noch mal sagen, was eigentlich aus meiner Sicht der normative Hintergrund von all dem ist. Der normative Hintergrund ist, dass Europa in seinen Verträgen sich ganz klar zum Prinzipien und Werten bekennt. Zu Menschenwürde, Demokratie, der Einhaltung der Menschenrechte und sich auch bekennt, im Rahmen dieser Werte einen Binnenmarkt zu errichten. Und zwar auf dem Prinzip einer sozialen Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft bedeutet nicht Wildwestkapitalismus, sondern dass man Verantwortung trägt für das, was man im Markt tut. Das Konzept kommt aus der kirchlichen Soziallehre, ist in Deutschland übersetzt worden in unsere Rechtstraditionen nach dem Zweiten Weltkrieg von Müller-Amark und Eucken und Röpke und vielen anderen. Und es bedeutet eben, man sucht nicht einfach den maximalen Gewinn, sondern man hat die Verpflichtung, gleichzeitig sich in dem Sinne sozial zu verhalten, im Sinne von nicht almosengebend, sondern im Sinne von die sozialen Wirkungen auf andere mit zu berücksichtigen. Selbstverständlich bedeutet dieses Sozial heute immer auch ökologisch. Deshalb reden wir Grünen von einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Und dieses praktizieren sehr viele Unternehmen, übrigens viele kleine, aber auch große. Die verhalten sich sehr wohl nicht nur Shareholder Value maximierend, sondern sie schauen auch auf andere Interessen. Zum Beispiel, wenn Unternehmen an ihrem Standort, an dem sie groß geworden sind, sich sozial engagieren oder dort darauf achten, dass dieser Standort gepflegt wird. Genauso gibt es viele Unternehmen, die sich bemühen, dass im Rahmen der Lieferkette Menschenrechte und Umweltschäden und so weiter kontrolliert und eingehalten werden, also die Begrenzung der Umweltschäden. Trotz all dieser Bemühungen leben wir aber nach wie vor, und das muss man in dieser Deutlichkeit sagen, in einer Wirtschaft, die real plündert. Mit der Plünderung meine ich sowohl die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, als auch Arbeit und Arbeitsverhältnisse, von denen man nicht leben kann. Und die sind in den globalen Wertschöpfungsketten weit verbreitet. Sie sind auch verbreitet und häufig sogar noch heftiger in rein lokalen Märkten. Es ist nicht so, dass nur globale Beziehungen dafür verantwortlich sind. Ausbeutung gibt es gerade auch in lokalen Märkten der ärmsten Länder. Es gibt sie aber auch bei uns. Man muss nur zu den Unternehmen der Fleischbranche schauen, um zu sehen, dass Ausbeutung gar nicht weit weg ist. Und das bedeutet, dass das Prinzip sozialer Marktwirtschaft bedeutet, die Interessen derjenigen, mit denen man in Wirtschaftsbeziehungen ist, mit einzubeziehen und sich eben nicht einfach nach Shareholder Value zu orientieren. Natürlich sind Gewinne in einer Marktwirtschaft richtig und anstrebenswert. Sie dürfen aber nicht auf den Rücken von Schwächeren und noch weniger auf dem Rücken von Grundwerten wie Menschenrechte und Menschenwürde und unserer natürlichen Lebensgrundlagen gemacht werden. Und da kommt jetzt eine Schieflage, seit wir diese Debatte führen. Ethisch, und ich bin da den Worten der IHK sehr dankbar, auch schon übrigens seit Jahren und genauso mit der Düsseldorfer Handwerkskammer, ethisch sind wir da völlig zusammen. Es gibt da eigentlich ethisch keinen Unterschied. Es gibt nur eine schon seit langem geführte Debatte, ob das Einhalten von diesen sozialethischen Prinzipien im Wirtschaftsleben freiwillig erfolgen sollte oder verbindlich. Ob freiwillig oder mit Gesetzen und mit
letztlich auch rechtswirksamen Durchsetzungsinstrumenten. Und da bin ich teilweise von einigen der Argumente überrascht. Wir haben wirklich seit 30 Jahren eine Debatte über soziale und ökologische Standards, die Unternehmen selbst erfüllen. Auf Ebene der Vereinten Nationen, genauso wie in der OECD, in der EU, die Debatte um die Freiwilligkeit ist lange geführt. Nun schauen wir uns aber global um. Die Verhältnisse haben sich eben nicht durchgehend geändert. Manche Unternehmen achten darauf, zahlen anständige Löhne, kümmern sich, andere tun es nicht. Sie sind aber im Wettbewerb miteinander. Und hier muss doch jetzt auch klar sein, dass hier eine Rolle für die Politik ist, nämlich fairen Wettbewerb herbeizuführen. Und das ist wiederum völlig im Einklang mit der sozialen Marktwirtschaft, wo der Gedanke nicht ist, derjenige, der sozialethisch sich kümmert, ist der Dumme, sondern wo gleiche Bedingungen im Markt dafür sorgen, dass der Wettbewerb eben nicht auf dem Rücken der Natur, nicht auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen wird, sondern sich alle an sozial-ökologische Grundstandards halten müssen und dann im Rahmen dessen Wettbewerb stattfindet. Und heute findet der Wettbewerb eben leider Gottes auch da auf der Basis statt, dass derjenige Vorteile im Markt hat, der Herr, der bei der Ausbeutung von Natur und Mensch weniger rücksichtsvoll ist. Und deshalb habe ich die Position der großen Wirtschaftsverbände nie verstanden zu sagen, wir sind für sozial-ökologische Standards in globalen Lieferketten, aber gegen Haftung und Verbindlichkeit. Das hat mich auch deshalb irritiert, weil das Haftungsprinzip fundamental für die soziale Marktwirtschaft ist. Die alten Klassiker zu lesen, ist diesbezüglich wirklich interessant. Wenn man das Haftungsprinzip scharf stellt, also wenn die Geschädigten von ausbeuterischem Tun denjenigen, der letztlich davon profitiert hat, am Ende der Lieferkette zur Haftung ziehen können, dann führt das dazu, dass sich alle anstrengen. Da kann man sich sehr viele staatliche Prüfer sparen, wenn eben die Kosten internalisiert werden durch das Haftungsprinzip. Und deshalb sind sowohl die Verbindlichkeit als auch die Durchsetzung dieser Verbindlichkeit durch das Haftungsprinzip konstitutiv innerhalb der Logik der sozialen Marktwirtschaft. Und jetzt ist natürlich richtig, dass wir auf Wettbewerbsfähigkeit Europas achten müssen. Es gibt bloß eine lange Diskussion, wie man das eigentlich am besten macht. Und da gibt es die einen, die sagen, ich spitze überzogen zu. Und zwar ist diese Debatte innerhalb der wirtschaftlichen Akteure. Die einen, die sagen, uns bleibt nichts anderes übrig. Im globalisierten Kapitalismus kann nur derjenige, der gewinnen, der eben an Regulierung nachlässt, der den Staat zurückbaut, die Steuern senkt und so weiter. Das ist eine Extremposition. Die ist inzwischen recht unmodern geworden. Gerade hat einer der letzten Vertreter dieser Art eine wichtige Abstimmung bei der CDU verloren. Ich spare mir das. Aber eigentlich ist das sehr unmodern geworden. Es gibt eine andere Tradition, die sagt, Europa kann stolz sein auf seine Werte. Wir sind stark genug. Wir werden in Europa, wir werden weltweit dafür bewundert, dass wir Wohlstand und unsere Grundwerte und Menschenwürde zusammenbringen. Und das bedeutet eben in der Konsequenz auch, dass diese Werte auch gelten müssen in unserem Wirtschaftsleben. Und dass, wenn wir das verbindlich implementieren, dann wird daraus am Ende kein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit folgen, sondern das, was unsere Vorsitzende genannt hat, ein Made in a Green Europe als Markenzeichen in der Globalisierung. Und mit Green Europe meinen wir natürlich nicht nur die Ökologie im Wald, sondern genauso auch die Menschenwürde und die Menschenrechte. Und deshalb ist das einfach nur eine gute Nachricht, dass jetzt Europa sagt, wir machen diese Standards. Ich finde es bedauerlich, dass die Große Koalition, obwohl das Projekt im Koalitionsvertrag steht, sich nicht durchringen kann, dieses Gesetz endlich vorzulegen. Ich habe bei der SPD immer gehört, dass sie dafür ist. Allerdings sieht man den Unterschied, wenn es um Grundrechte und oder einen Mindestlohn in Deutschland geht, dann wird gekämpft, dann wird die Koalition in Frage gestellt, wenn der Vertrag nicht eingehalten wird. Und bei diesem Projekt
ist zu befürchten, dass es bis zur Bundestagswahl nichts mehr wird. Ich kann weder die Blockade von Herrn Altmaier noch den mangelnde Auseinandersetzungsbereitschaft der Sozialdemokratie in der Frage verstehen. Aber klar ist, die Blockade in Berlin kommt derzeit von der Union. Und ich will jetzt noch etwas Friedliches am Schluss sagen. Ich habe mich sehr gefreut, wie Sie angefangen haben, Herr Berghausen. Weil Sie nämlich gleich gesagt haben, es geht nicht mehr um das Ob eines Lieferkettengesetzes, sondern um das Wie. Das war eine ausgestreckte Hand. Und ich kann nicht ersparen zu sagen, dass Sie sich damit positiv als IHK Düsseldorf abheben vom DIHK. Der DIHK hat noch im Juli letzten Jahres eine scharfe Presseinfo veröffentlicht unter dem Titel Lieferkettengesetz brächte mehr Bürokratie als Nutzen. Und das ist ein Ton, den man sich von einer Kammer nicht wünscht. Und insofern die Diskussion mit Ihnen, mit Ihren Mitgliedsunternehmen, wie machen wir es so, dass es viel für die Menschen und die Natur bringt und möglichst wenig Bürokratie, die Diskussion, die führen wir gerne bei Bündnis 90 Die Grünen. Und dieses allgemeine Nein wird schon deshalb aufgelöst, weil immer mehr Unternehmen längst auf dem Weg sind, das umzusetzen, was wir alle eigentlich wollen. Und ich glaube, wir können davon wirtschaftlich, ökologisch und sozial profitieren. Und daher freue ich mich jetzt weiter auf die Diskussion und bin so guter Laune durch unseren Abstimmungserfolg im Juli, dass mir das heute hier auch keiner mehr verderben wird. So weiter. Ganz herzlichen Dank, Herr Giegold. Wieder Applaus von über 500 Teilnehmern aus ganz Deutschland und Europa und aus Brüssel. Und wir nehmen natürlich diese ausgestreckte Hand und lassen Sie drei vielleicht schon mal ganz kurz, bevor wir die Unternehmensperspektiven hören, aber sich untereinander verständigen. Wir haben die ausgestreckte Hand. Würden Sie drei sich vielleicht auf Wege einigen können? Und ich möchte Ihnen noch zwei Fragen aus dem Chat dazu mit auf den Weg geben, nämlich neben vielen, vielen sehr guten, präzisen Detailfragen, wird oft gefragt, ob jetzt Corona ein Beschleuniger sein kann, weil Corona gezeigt hat, dass es wirklich einen Umbau braucht, oder ob die wirtschaftliche Lage so dramatisch ist, dass auch die Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, eher zögern, weil sie denken, es geht jetzt erstmal ums Überleben und dann erst um die Umstellung. Und es ist auch gefragt worden, wie viel Prozent der Unternehmen, ob es da Schätzungen gibt, die sich auf den Weg machen und jetzt sagen würden, ja, wir würden damit profitieren, weil wir das im Prinzip jetzt schon können. Wie groß sind da die Anteile? Das vielleicht einmal an Gregor Berghausen, und dann würde ich gerne so vielleicht hören, wie Sie sich vorstellen könnten, wie es jetzt ganz konkret weitergehen könnte, wo die Frage nach dem Ob jetzt mal abgehandelt ist, nachdem ja auch im Parlament, im Europaparlament entschieden wurde, es kommt ohnehin in Europa. Vielleicht Herr Berghausen, mögen Sie beginnen. Na, es wäre ja schön, wenn ich jetzt direkt sofort da eine Prozentsatz letztlich aus den Rippen schneiden könnte. Das kann ich aber nicht. Also insofern will ich mal an der Stelle sagen, ich glaube jetzt, ich würde versuchen, unterschiedliche Themen mal so kurz abzuhören und dann nur ganz schlaglichtartig. Ja, einmal, glaube ich, es ging ja nicht um Kommastellen, aber dass man so Anteile abschätzen kann. Ja, das ist also eher ein Zehntel oder ein Drittel. Ich glaube, die Frage, die wir ja letztlich eben gemerkt haben in der Präsentation von Frau Reinwind, es ist im Prinzip die Frage, an was für einer Stelle sehe ich eigentlich das Unternehmen auf dem richtigen Weg. Das ist das, was ich auch gesagt habe bei dem NAP. Wenn wir im Prinzip sagen, also wenn alle 5 Kriterien erfüllt sind, dann bist du super, und wenn du eins davon reißt, bist du nicht mehr dabei. Das ist für Unternehmen nicht sehr förderlich oder beziehungsweise auch in der Bewertung relativ schwierig, dann zu sagen, wie viele Unternehmen sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Ich glaube, das, was Herr Giegold gesagt hat, will ich nochmal aufnehmen. Ja, es geht tatsächlich wirklich nicht mehr ums Ob, sondern nur ums Wie. Es geht um die Frage der Haftungstiefe. Bei uns ist im Prinzip auch keiner gegen Haftungsmechanismen, beim besten Willen nicht. Aber die Frage der Haftungstiefe, der Bürokratietiefe ist letztlich, das sind die entscheidenden Faktoren, insbesondere für Unternehmen unter 250, die in dieses Kriterium hineinfallen. Und wir wissen halt natürlich tatsächlich, dass an vielen Stellen Großunternehmen aktuell, und das sehen wir nachher ja auch nochmal, Pacemaker sind. Das sind diejenigen, die Impulse setzen. Das ist auch gut so. Das sollte auch so sein. Aber man muss natürlich sagen, alles das, was in Großunternehmen möglich ist, ist nicht transferierbar nicht generell transferierbar auf kleine und mittlere Unternehmen. Und das hat jetzt tatsächlich dann mit der Frage der Durchsetzung auch letztlich in der Wirtschaft zu tun. Ich glaube, dass wir wirklich bei einem Prozentsatz von 90 plus X sind, die sich sehr genau an die Grund
Lagen der sozialen Marktwirtschaft und meinetwegen auch der sozial-ökologischen Marktwirtschaft anpassen wollen. Ja, oder bei der sozialen Marktwirtschaft schon angepasst sind, aber die sozial-ökologische Dimension tatsächlich auch noch für sich entdecken müssen. Da sind wir bei 90 plus. Und ich glaube natürlich an vielen Stellen, Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen sind im Prinzip aktuell in der Pandemie eigentlich bevorteilt, weil sie das Thema auch letztlich an vielen Stellen auch mit adressieren können. So, und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, den Change, der natürlich in der Wirtschaft eintritt durch die Pandemie, auch letztlich an dieser Stelle für diese Faktoren auch mit zu nutzen. Und ich glaube, da sind wir auch sehr schnell alle beieinander, dass wir jetzt im Prinzip, nicht Corona ist ein Gamechanger, und da muss man halt letztlich jetzt sagen, wie kriegt man diese Impulse auch letztlich mit eingesetzt. Man kriegt sie allerdings nicht eingesetzt, wenn man jetzt tatsächlich das so komplex macht, dass man zum guten Schluss eigentlich genau den negativen, nämlich eine abwehrende Haltung bei der Wirtschaft hat. Und letzter Punkt, wir müssen ungeheuer aufpassen, dass wir letztlich dann nicht, wenn wir einen vernünftigen und aus dem Level Playing Field Ansatz auch letztlich eine vernünftige Lösung auf europäischer Ebene haben, dass wir als Deutsche wieder uns selber durch eine weitere Schraube, die wir drehen, uns selbst in eine schlechtere Wettbewerbsposition hineinbringen. Das ist tatsächlich eine ganz große Herausforderung. Das müssen wir tatsächlich gemeinschaftlich hinkriegen. Aber ich sehe da Herrn Giegold an meiner Seite. Oder aber nicht als in eine schlechte Wettbewerbsposition, sondern ein Vorreiter in dem neuen grünen Europa, was ja auch als das ist schwer. Also das ist genau, also wunderbar deutlich gemacht. So muss man halt genau gucken, wie man das ausgeglichen kriegt. Ja. Frau Reinwald, jetzt wurde öfter über kleinere Unternehmen geredet, die lange Außenwirtschaftsketten, viele, viele Lieferkettenschritte haben, wahnsinnig kompliziert. Es gibt aber ja Institutionen, Organisationen, Roundtable zu allen möglichen Themen, die daran schon arbeiten. Sehen Sie diese Komplexität oder gibt es irgendwas, was das reduzieren könnte, dass ein kleines Unternehmen sagen könnte, mit denen und denen Zertifizierern, was auch immer, arbeite ich zusammen und dann brauche ich mich vor diesem Gesetz nicht zu fürchten? Also in jedem Fall ist es so, dass Brancheninitiativen natürlich eine wichtige Rolle spielen können, darin Unternehmen auch unterstützen, zu identifizieren, wo sind die wesentlichen Herausforderungen und welche guten Erfahrungen wurden auch schon mit Lösungsansätzen gemacht, und sie schaffen damit natürlich auch eine Basis gemeinsamen Handelns. Und wir haben mit dem Lieferkettengesetz die Hoffnung, dass das Engagement von Unternehmen in solchen Brancheninitiativen, Multi-Stakeholder-Initiativen auch stärker wird, als das bisher ist. Also dass sie auch eben sich dann bereit sind, auf höhere gemeinsame Zielsetzungen etwa dieser Initiativen einzulassen. Und denke ich, braucht es ein Zusammenspiel. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sprechen von einem Smart Mix, also einem klugen Mix von Instrumenten, mit dem wir gemeinsam vorangehen können. Und da lässt sich ganz sicherlich auch eine gute Basis schaffen. Ich will vielleicht ganz kurz nochmal auf diese Haftungsfrage eingehen, weil die ja jetzt auch ein wesentlicher Punkt in diesen Streit, in diesen Diskussionen ist. Und ich fand, dass Justizkommissar Reynders in der EU das ganz gut auf den Punkt gebracht hat, indem er sagte, Regulation without sanctions is not a regulation. Das heißt, wir brauchen wirksame Sanktionen, die Unternehmen zum Handeln bringen, die aber auch Betroffenen Möglichkeiten bringen, zu ihrem Recht zu kommen. Und der Ansatz, den wir als Initiative da verfolgen, zu sagen, es braucht eine Haftung für Schäden, die vorhersehbar und vermeidbar gewesen wären. Die sehen wir als einen guten Weg, damit Unternehmen nicht für das haften müssen, auf das sie keinen Einfluss haben, sondern danach geprüft werden, ob sie sich bemüht haben, bekannte Herausforderungen auch anzugehen. Und wir sehen großes Problem da drin, nur quasi Tier 1, also diese erste Zuliefererstufe, zu verpflichten, weil wir halt gerade diese großen Herausforderungen auch am Beginn der Lieferketten haben. Was aber nicht heißt, dass wenn, sagen wir, die Beeinflussung dieses Starts der Lieferketten unglaublich schwer ist, dass das dann auch zu einer Klage führt. Also es geht immer darum, konnte man das mit angemessenen Maßnahmen vermeiden? Und trotzdem muss es im Gesetz verankert sein, dass die Unternehmen auch die Probleme angehen, die am größten sind. Und wenn sie für einen Sektor am Beginn am größten sind, dann muss das auch der Beginn sein. Ganz herzlichen Dank, Frau Reinwald. Vielleicht noch, Herr Giegold, kurz vor unserer Pause so ein bisschen die Frage, Euphorie gibt es jetzt, was Europa angeht, da wird was kommen auf europäischer Ebene, was den Wettbewerb angeht, unfassbar sinnvoll ist. Aber lange war ja Deutschland eigentlich Vorreiter und viele NGOs waren hier ja auch froh, dass ein Entwicklungsministerium gesagt hat, wir bringen da was auf den Weg. Überholt jetzt Europa oder kommt das jetzt
sowieso auf europäischer Ebene oder müssen wir uns weiter für ein gutes deutsches Lieferkettengesetz anstrengen, was dann vielleicht Vorreiter wird und müssen wir uns da jetzt drauf fokussieren? Ich habe gerade Besuch bekommen von meinem Sohn, vielen Dank, der mich hier versorgt. So, nein, die Europa ist zwar Vorreiter, aber das heißt natürlich nicht, dass man in Deutschland nicht mit der Gesetzgebungsarbeit weitermachen sollte. Das eine tun, das andere nicht lassen. Wenn Europa einen Rahmen setzt, gilt der für alle. Und gleichzeitig muss eine deutsche Umsetzung erfolgen. Man kann an beidem arbeiten. Und je mehr Vereinheitlichung wir bekommen, desto besser. Aber ich fände, es wäre falsch, jetzt in Deutschland zu sagen, jetzt warten wir mal alle. Im Übrigen machen wir das in vielen anderen Bereichen auch nicht. Ich beobachte das seit langem, dass, sag ich mal so, wenn es mächtige Sonderinteressen im eigenen Land gibt, ist man gerne national Vorreiter. Wenn aber etwas reguliert werden soll, wird gerne auf Europa zugewartet. Insofern ist das immer sehr interessensgeleitet, wie man sich zu der Debatte verhält. Ich würde sagen, auf beiden Ebenen die Gesetzgebung vorantreiben und wenn im größten Mitgliedsland man praktisch vor Abschluss steht, dann beschleunigt das auch die Prozesse in Europa. Und im besten Falle haben wir dann ein Regelwerk. Ganz herzlichen Dank. Hoffen wir alle auf dieses Regelwerk, auf das es gut und wirksam werde. Herr Giegold, Sie gehen jetzt ganz kurz 4 Minuten Abendessen mit Ihrem Sohn. Wir machen 4 Minuten Pause. Ich empfehle ein bisschen was zu trinken, sich zu bewegen und Luft zu schnappen. Und so 21 nach, kurz nach 20 nach machen wir weiter mit den Berichten, Erfahrungsberichten von Unternehmen und dann diskutieren wir mit all Ihren Fragen, die ich hier schon auf dem Bildschirm habe. Ganz herzlichen Dank, Herr Giegold, Herr Backhausen, Berghausen und Frau Reinwald und an alle Zuhörer bis in 4,5 Minuten. Dann machen wir weiter. Der Wahnsinn. Ja, vielen
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder da sind und alle, die noch auf dem Weg wieder zum Bildschirm sind. Es geht weiter, wir sind wieder da. Zu unserer Diskussion über das Lieferkettengesetz, nicht über das Ob, sondern über das Wie, das es handhabbar macht für Unternehmen, die belohnt, die sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit gemacht haben und die endlich die vielen, vielen, vielen Menschenrechts- und Umweltprobleme löst, die wir auf der Welt verursachen. Wir hören jetzt Erfahrungsberichte, Insights, Perspektiven von 3 Unternehmen aus Düsseldorf, wie sich ein Lieferkettengesetz für sie auswirken würde und Sie eins wollen und wenn ja, wie es sein müsste. Wir beginnen mit einem der größten und bekanntesten Unternehmen aus Düsseldorf, das jeder kennt, der schon einmal eine Waschmaschine befüllt hat. Und es geht um Reinigungsmittel, um schönheitsfähige Klebstoffe, viele kritische Stoffe, die in großen Größen gebraucht werden. 20 Milliarden Umsatz, eine ganz lange Unternehmensgeschichte. 1872 wurde es gegründet und 120 Jahre, 1992, hat Henkel den ersten Umweltbericht veröffentlicht, relativ früh. Und seitdem arbeitet Henkel am Thema Nachhaltigkeit mit verschiedenen Organisationen auch zusammen. Und ich bin gespannt, was jetzt der Head of Sustainability Management, also des Nachhaltigkeitsmanagements, zum Lieferkettengesetz sagt. Uwe Bergmann, Sie haben das Wort. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Frau Busse, für die sehr nette Einleitung. Und ich habe heute keine Präsentation vorbereitet, aber ich habe eine, auf die ich ab und zu gucke, um zu schauen, wie passt das zu dem, was ich erzählen wollte und was Sie vorhin diskutiert haben. Um direkt mal einzusteigen, die Frau Reinwald hat ja gesagt, dass ich demnächst arbeitslos werde oder zumindest für das Thema Menschenrechte arbeitslos werde. Das freut mich in gewisser Weise, weil dann könnte ich jetzt Abend essen. Aber da mir das Thema sehr am Herzen liegt und ich noch nicht arbeitslos bin, soll ja aus der Nachhaltigkeitsabteilung wegkommen, teile ich gerne unsere Erfahrungen. Und um ganz ehrlich und persönlich zu sein, ich bin ehrlich gesagt frustriert, ein bisschen bedrückt heute. Einerseits, weil wenn man sich die Diskussion anguckt, es natürlich noch viele Unternehmen gibt, die viel zu wenig tun, um die sozialen und ökologischen Themen, die wir in der Welt sehen, voranzubringen. Und ich glaube, jeder, der sich bemüht, persönlich sieht, selbst wie Desten, könnte natürlich noch mehr machen, aber das gilt für Unternehmen genauso wie für alle anderen gesellschaftlichen Akteure. Aber wenn ich mir das angucke und auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir vorhin hatten, und wir sind ein internationales Unternehmen, wie Sie ja eingeführt hatten, Frau Busse, sind es eigentlich weniger die deutschen Unternehmen, die mir da Sorge machen. Denn wenn wir schauen, sind es ja häufig auch die großen staatlichen Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern, die sicher viel weniger accountable sind, rechenschaftspflichtig, als die großen und mittleren deutschen Unternehmen, die weniger Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, sich weniger internationalen Prinzipien verpflichtet haben, die mit uns gemeinsam in all diesen Märkten aktiv sind. Das ist sozusagen der eine Grund der Frustration, also dass da noch viel zu wenig passiert und die Frage, wie kann ich die denn alle erreichen? Und der andere Grund ist der alleinige Fokus in all den Diskussionen auf das Thema Gesetz und Haftung. Ich glaube, wir haben viele Probleme, viele Herausforderungen und ich wäre viel positiver gestimmt, wenn wir uns auf die Diskussion der Probleme fokussieren würden und dann sagen, was ist für dieses Problem der vielversprechendste Lösungsansatz? Wie kann man da wirklich weiterkommen? Der angesprochene Smart Mix, im Moment kommt mir das so vor, als sind wir Heimwerker und wir haben Hammer in der Hand und Nagel und das ist unsere Lösung. Und spätestens, wenn ich im Bad etwas aufhängen möchte, wird es dann schwierig. Da brauche ich entweder den Bohrer oder einen Kleber, sonst gehen die Fliesen kaputt. Von daher habe ich da große Sorgen. Ich sehe, dass wir mehr machen müssen, aber wie können wir das Gesetz so ausgestalten, dass wir eben keine Wettbewerbsnachteile global haben, dass wir tatsächlich den Fortschritt voranbringen? Der Giegold hatte angesprochen, wir müssten einen normativen Hintergrund teilen und uns daran ausrichten. Aber dieser normative Hintergrund hängt natürlich auch sehr stark von den persönlichen Perspektiven ab. Häufig, und das hat auch Herr Giegold erwähnt, sprechen wir Arbeitsverhältnisse, von denen man nicht leben kann. Und wenn man das nur als kleines Einstiegsbeispiel nimmt und sagt, da muss man die am Ende der Kette, die bestellen, zur Haftung ziehen, dann würde man sagen, was machen wir denn mit den Schulkantinen, die aus diesen Arbeitsverhältnissen Fleisch bezogen haben? Werden wir die demnächst verklagen können? Was machen wir mit dem Reinigungspersonal? Wir sprechen immer vom Living Wage. Heute kann man in Deutschland vom Mindestlohn als Reinigungspersonal nicht leben. Von daher macht mir dieses Thema Haftung Sorgen, denn Haftung passt eigentlich nicht zu weniger Bürokratie und Impact. Ich meine, jeder, der mit Rechtsanwälten zu tun hatte, weiß, das ist verdammt viel Arbeit, da geht viel Zeit rein und ist im Allgemeinen recht unerfreulich. Und insbesondere, und da kann ich Frau Reinwald zustimmen, wenn es
darum geht, angemessene Maßnahmen durchzusetzen, da sind wir absolut dafür. Es geht um angemessene Maßnahmen. Aber wer bewertet das? Wenn wir das vor Gericht klären, dann dauert es zum einen sehr lange und der Aufwand ist zum anderen enorm. Und gleichzeitig ist es ja nicht nur die Frage des angemessenen Aufwands, sondern auch der Zielkonflikte. Dazu möchte ich Ihnen gleich auch noch ein paar Beispiele nennen. Letztendlich ist dann die Frage, wenn wir das Ding umsetzen, wer zahlt für all die Bürokratie, die kommen wird, für die Rechtsanwälte, für die Prüfer? Und letztendlich als Konsumgüterunternehmen muss man sagen, irgendwann wird die Rechnung beim Konsumenten kommen. Sind wir dafür bereit? Und was sind insgesamt die Folgen? Deswegen würde ich Ihnen gerne einen Eindruck geben, was das für uns bei Henkel bedeutet. Wir haben das Thema Menschenrechte schon 2000 in unserem Code of Conduct verankert. Wir haben umfassende Systeme. Aber in der Praxis ist das Thema DOI durchaus vielschichtig. Ergänzend zu Ihrer Einleitung ein paar zusätzliche Sätze. Wir sind international, wir sind in 78 Ländern aktiv. Wir haben 184 Produktionsstandorte in 56 Ländern. Das nicht, weil wir dort so billig produzieren können und das dann nach Deutschland importieren. Wir produzieren lokal für den Markt dort, um den Marktanforderungen zu genügen. Der Amerikaner mag eben andere Waschmittel als die Deutschen. Der Tunesier möchte, dass sein Shampoo anders riecht als unseres. Und der industrielle Kunde in China beispielsweise, der Klebstoff möchte, dass das schnell an seine Fabrik geliefert wird und dass das seinen Spezifikationen und Maschinen entspricht. Wir haben 52.000 Mitarbeiter von 120 Nationen. Das heißt, es gibt auch so einen Überblick über die unterschiedlichen Bewertungen dieses normativen Rahmens. Den Umsatz hatten Sie ja schon genannt. 40% dieser 20 Millionen sind in Emerging Markets, 26% in Nordamerika und 30% in Westeuropa. Nur so für ein Verhältnis auch, wie wir in diesen Märkten mit sehr unterschiedlichen Unternehmen und unterschiedlichen Rechtsrahmen im Wettbewerb stehen. Nachhaltigkeit hat bei Henkel eine sehr lange Tradition. Sie hatten den ersten Umweltbericht 1992 angesprochen. Man kann auch sagen, Konrad Henkel, der Enkel des Firmengründers, hat 1972 schon gesagt, Unternehmen, die nur in Gewinnen denken, werden bald eine Menge zu verlieren haben. Heute haben wir einen Sustainability Council seit rund 20 Jahren. Wir haben umfassende Standards, wir haben Managementsysteme, wir haben Lieferantenbewertungen, um all diese Themen weltweit umzusetzen. Und unsere Standards sind beispielsweise weltweit die gleichen für alle unsere 180 Produktionsstandorte, ob sie jetzt in Düsseldorf sind oder in Shanghai oder in Lateinamerika oder Nordafrika, es gelten die gleichen Standards. Wenn wir jetzt über Menschenrechte sprechen, dann ist das immer sehr abstrakt. Und von Unternehmen wird erwartet, dass sie sich zu den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit verpflichten. Das ist relativ einfach. Das sind vier überschaubare Prinzipien. Bei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben wir schon 30 Artikel. Und ich möchte jeden eigentlich gerne einladen, diese Artikel mal in Ruhe zu lesen und zu überlegen, was heißt das für ihn als Bürger? Was heißt das für ihn als Konsument und was kann das für Unternehmen heißen hinsichtlich der Erwartungen? Wir haben uns die Mühe gemacht, das finden Sie auf unserer Website und wenn Sie Interesse haben, werfen Sie mal einen Blick rein. Darüber hinaus wird auch erwartet, dass wir den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte betrachten und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Und dabei muss man sagen, die sind auch schon gar nicht mehr von allen Nationen unterschrieben. Also es ist ein recht umfassendes Paket. Das heißt, wenn wir über allgemeine Menschenrechte sprechen und über Haftung, dann muss man eigentlich sagen, wofür bin ich dann Haftung? Da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele geben von naheliegenden Themen. Und eines ist das Recht auf Arbeit. Das ist der Artikel 23. Jeder hat das Recht auf Arbeit. Und der Artikel 24 sagt, jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit. Und wie das durchaus unterschiedlich bewertet wird. In unseren Unternehmensstandards haben wir entsprechend zum Beispiel SA 1000 geltenden Sozialstandards gesagt, normal maximal 48 Arbeitsstunden, bei Überstunden allerhöchstens 60. So, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Kulturräume gibt, die das ganz anders sehen und die sind gar nicht so weit weg. In Nordamerika haben wir Schwierigkeiten, das nicht nur bei unseren eigenen Mitarbeitern umzusetzen. Dort ist es durchaus üblich, dass man zwei Jobs arbeitet. Man macht 40 Stunden bei dem einen Unternehmen und dann geht man noch zu Walmart oder jemandem anderen, packt da Tüten, arbeitet noch mehr, weil irgendwo braucht man das Geld für sein Motorboard, sein Pickup oder auch die teure Wohnung in der Stadt dafür. Das heißt, dort in Nordamerika, in den USA, sind wir zum Teil im intensiven Dialog mit den Gewerkschaften, die wieder darauf verweisen, Gewerkschaftsfreiheit, Verhandlungsfreiheit und sagen, wir drücken euch
unsere europäischen Standards aus, unsere Erwartungen, und wir nehmen euch bewusst das Recht, mehr als 60 Stunden zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen. Weil wir sagen, das ist für uns die Grenze, und wir glauben auch, dass irgendwo die Grenze erreicht ist, wo die Mitarbeiter produktiv arbeiten können und wo sie anfangen, sich selbst zu gefährden. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, das können wir für unsere eigenen Mitarbeiter machen. Aber wie ist es bei anderen? Und wenn ich das wieder mit dem Haftungsthema verbinde, kann mich da nicht ein amerikanischer Mitarbeiter hier in Deutschland verklagen und sagen, ich habe ihm das Recht genommen, länger zu arbeiten. Spannender wird es dann noch, wenn ich mit unseren Lieferanten spreche. Das heißt, wir schreiben unseren Lieferanten vor, sie sollen maximal 60 Arbeitsstunden haben. Viele akzeptieren das, viele haben vergleichbare Standards, auch weil sie in globale Lieferketten einliefern. Aber es gibt auch einige, die das wenig amüsant finden, dass wir aus Europa ihnen vorschreiben, wie lange sie zu arbeiten haben und eben ihre Freiheit in der Wahl der Arbeit beschränken. Ein anderes Thema, was Herr Kurz auf seiner Folie hatte, war das Thema Palmöl. Palmöl wird häufig mit Rodung verbunden, weil die Ölpalme überwiegend in tropischen oder ausschließlich in tropischen Regionen wächst und da ganz ursprünglich Waldstand, so wie bei uns ursprünglich ja auch, die Flächen bewäldet waren, wo heute Äcker sind. So. Einige wurden vor langer Zeit gerodet, einige werden aber immer noch gerodet, und das Palmöl ist einer der Früchte oder Aktivitäten zur Rodung beitragen der tropischen Wälder. Das ist der viertgrößte, erst kommt Soja und andere, dann kommt aber auch das Palmöl. Das heißt, man könnte sagen, unter Human Rights und Environmental Due Diligence, wir verzichten auf Palmöl. Aber was wären die Alternativen? Wir könnten auf heimische pflanzliche Öle wechseln. Die bringen zum einen mal weniger gute Waschleistung für ihre Wäsche, das heißt, sie müssen häufiger waschen oder andere Zusatzstoffe nehmen, aber sie brauchen auch erheblich mehr Fläche, weil die Ölpalme mit Abstand die produktivste Ölfrucht der Welt ist. Das heißt, wir würden hier in Europa oder anderswo, wo wir diese Ölfrüchte anbauen, erheblich mehr Fläche brauchen und Biodiversität verlieren oder Flächen für andere Dinge. Und das nächste ist, dass die Ölpalme auch eine wichtige Einkommensquelle für die Länder ist, um Einkommensstrukturen aufzubauen. Sie ist enorm produktiv und sie hat Indonesien, Malaysia und anderen geholfen, aus bitterer Armut rauszukommen. Das heißt, auch wenn wir die Regenwaldzerstörung vermeiden wollen, müssen wir die ökonomischen Bedürfnisse anerkennen und überlegen, wie wir damit umkommen. Das heißt, einfach nur zu sagen, raus ist keine Option. Und wenn wir rausgehen würden, wäre wieder mit dem Blick auf die Menschenrechte die spannende Frage, welche Haftung, welchen Schaden richte ich an? Wenn ich mich dort hinausziehe, richte ich dann nicht selber Schaden an? Nehme ich den Leuten das Recht auf die Arbeit? Und wie wäge ich das mit dem Regenwald ab? Herr Bergmann, ich muss Sie einmal an die Zeit erinnern und um einen Schlusssatz bitten. Gut. Wir diskutieren aber noch gleich weiter. Gut, und um das abzuschließen, dafür gibt es internationale Standards, zum Beispiel den Standard des Roundtable for Sustainable Palm Oil, der eben regenwaldfreie und Palmölplantagen und gleichzeitig die Rechte der Arbeitnehmer sichern sollen. Aber in dem Kontext der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht gibt es bereits Gutachten, die sagen, sich einfach auf einen Standard Dritter zu verlassen, entbindet einen nicht von der Haftung und von der notwendigen Sorgfaltspflicht. Und von daher stellt sich dann die Frage, wie können wir gemeinsam auf diese Ketten einwirken und wie können wir gemeinsam diese Themen vorantreiben? Ganz herzlichen Dank, Herr Bergmann. Wir gehen zu einem anderen ganz großen Unternehmen aus Düsseldorf, Global Player, zur Metro AG, der inzwischen fast 700 unterschiedliche Großhandelskonzerne auf der ganzen Welt gehören. Und Ilja Brockmeier ist bei der Metro Manager für Public Policy, einmal für die EU und auch für Deutschland. Und ja, kann uns jetzt sagen, was ein Lieferkettengesetz für die Metro bedeuten würde. Frau Brockmeier, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Frau Busse, und herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir hier auch zu dem Thema sprechen dürfen und uns einbringen dürfen. Jetzt schaue ich mal, ob das mit der Technik auch funktioniert. Das haben wir ja vorhin ausprobiert. Kleiner Moment. Können Sie jetzt alle meine Präsentation sehen? Perfekt, sieht gut aus. Sehr schön. Also, genau, dann habe ich noch mal ein paar
Kennzahlen mitgebracht. Sie haben ja gerade schon eine super Einleitung gegeben, aber nur noch mal für die, die Metro auch nicht so gut kennen. Und ich glaube, dass auch mit Blick auf die Thematik vom Lieferkettengesetz und globalen Lieferketten auch noch mal interessant zu verstehen, in wie vielen Ländern wir aktiv sind. Also wir sind in 34 Ländern weltweit aktiv und haben dabei 678 Standorte und über 97.000 Mitarbeiter mit einem Umsatz von über 25 Milliarden Euro. Und auf der Karte hier kann man auch noch mal gut sehen, in welchen Ländern wir aktiv sind. Und die Zentrale ist, wie Sie schon gesagt haben, in Düsseldorf. Und wir sind aber auch in Westeuropa, Osteuropa, Russland und auch Asien aktiv. Und die Metro ist ein Großhandelsunternehmen. Wir haben jetzt gerade die Transformation dahin zu einem reinen Großhandelsunternehmen abgeschlossen. Und wir sind ein sogenannter Omnichannel-Anbieter. Dabei haben wir eben nicht nur Großmärkte, sondern haben auch einen umfangreichen Lieferservice. Und dann haben wir auch noch andere Geschäftsfelder, wo zum Beispiel unsere Digitalisierungsaktivitäten gebündelt werden, zum Beispiel Hospitality Digital oder Metro Markets. Und dann kommen wir auch gleich zu dem eigentlichen Thema unserer Diskussion heute, nämlich dem Thema Menschenrechte. Und da möchte ich auch bei den anderen nochmal anknüpfen und sagen, dass es eben grundsätzlich ganz wichtig ist, einfach zu sagen, dass die Menschenrechte für uns unabdingbar sind und ein ganz fester Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie sind. Und der Mensch steht bei uns eben im Mittelpunkt vom Geschäft und deswegen ist er auch unsere wertvollste Ressource. Und wir machen uns auch deshalb dafür stark, dass die Menschenrechte eingehalten werden, nicht nur in unseren eigenen Betrieben, sondern eben auch in unserer Wertschöpfungskette. Und unser Ziel ist es dabei, bis 2030 sozial gerechte Arbeitsbedingungen in allen unseren Beschaffungskanälen sicherzustellen. Und dabei orientieren wir uns auch an den nachhaltigen Entwicklungszielen von den Vereinten Nationen, über die wir ja vorhin auch schon gehört haben. Und ich habe auch nochmal aufgelistet, was Sorgfaltspflicht beinhaltet. Das hatten wir im ersten Teil der Diskussion heute auch schon gehört, aber ich wollte es trotzdem nochmal auflisten, weil es auch wichtig ist, um den Managementprozess zu verstehen, der dahinter steckt. Und die fünf Elemente, die man hier sieht, das sind auch die, die dann eben ein Gesetzesvorhaben von der Bundesregierung beinhalten würde. Also das ist einmal die Risikoanalyse, die man durchführen muss. Dann ein sogenannter Maßnahmenplan, den man erstellen sollte, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Und ganz wichtig ist natürlich die Wirksamkeit. Also Maßnahmenplan ist gut und schön, aber natürlich müssen die Maßnahmen, die man sich ausdenkt, auch wirksam sein. Dann ist ein Beschwerdemechanismus auch notwendig, wo eventuelle Verletzungen gemeldet werden können. Und dann muss auch transparent Bericht erstattet werden, damit das auch einsehbar ist, was Unternehmen in dem Bereich unternehmen. Und wie sieht das aktuell bei uns bei der Metro aus? Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns fest vorgeschrieben haben, dass unsere Produkte sozial und ökologisch unbedenklich sind und dabei aber auch die Erwartungen unserer Kunden erfüllen. Und wie sieht das aus? Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber ich glaube, das ist wichtig, um das auch zu verstehen, ist, dass wir erstmal Leitlinien erarbeiten und dann Anforderungen erstellen für ein nachhaltiges Lieferketten- und Beschaffungssystem. Dann, nachdem man diese Leitlinien erarbeitet hat, werden diese dann in den operativen Prozess, in die Einkaufsprozesse eingearbeitet. Und dann im nächsten Schritt macht man die sogenannten Risikoanalysen, wo man sich dann anschaut, welche Länder risikobehaftet sind. Und dann im nächsten Schritt kommen zum Beispiel, wenn man eben sozusagen Risiken identifiziert hat, kommen Third-Party-Audits, also Audits, die man durchführt vor Ort und eben die enge Zusammenarbeit dann mit den Produzenten und den Lieferanten vor Ort, um sicherzustellen, dass entweder Abhilfe geschaffen werden kann oder eben Maßnahmen eingestellt werden können, sodass keine Menschenrechtsverletzungen auftreten. Und diese Abhilfemaßnahmen, die heißen bei uns auch Corrective Action Plans. Und ganz wichtig sind natürlich auch Trainings, denn es ist nicht immer jedem bewusst, was zu einer Menschenrechtsverletzung führen kann. Auch vor allem vor Ort ist es sehr wichtig, dann Trainings durchzuführen, um Bewusstsein zu schaffen bei den Produzenten und bei unseren Lieferanten.
Und was wir auch haben, ist ein Verhaltenskodex, damit auch unsere Geschäftspartner sich eben an unsere Werte halten. Und in dem ist ganz klar aufgelistet, die Einhaltung der Menschenrechte gemäß der Internationalen Menschenrechtskonvention, OECD-Leitsätzen und auch den UN- und den ILO-Standards. Und darüber hinaus haben wir auch eine Sozialstandardklausel, die ist in allen unseren Eigenmarkenverträgen und auch den Rahmenverträgen für Markenlieferanten. Und das beinhaltet, dass wir von unseren Produzenten eine Auditierung verlangen, nach zum Beispiel dem Lieferkettenmanagement von Amfori. Das ist ein relativ bekannter Standard, aber es gibt auch SEDEX oder auch gleichwertige andere Sozialstandardsysteme, die wir da akzeptieren. Und ein Aspekt, der sehr wichtig ist, wir haben ja schon drüber gehört, über Standards und über Branchenkooperationen. Also grundsätzlich ist es wichtig, dass man dieses Thema Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten als Unternehmen natürlich nicht alleine stemmen kann und Partnerschaften und Kooperationen hier sehr wichtig sind, weil ja oft systemische Probleme dahinter stecken, die man nicht alleine durch Audits oder Verhaltenskodexe angehen kann. Und deshalb haben wir neben unseren Einkaufslinien auch unabhängige Standards, die wir unterstützen. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgelistet, also jeder kennt Fair Trade, aber es gibt auch Rainforest Alliance und RSPO zum Thema Palmöl, haben wir auch schon, glaube ich, gehört vorhin. Und das sind eben Standards, die wir unterstützen, um Qualitäts-, Umwelt- und soziale Aspekte stärker zu berücksichtigen. Und was noch dazu kommt zu unserem eigenen Kodex, ist auch der Amfori BSCI Verhaltenskodex von diesem Lieferkettenmanagement, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Das haben wir auch unterzeichnet und der umfasst auch verschiedene Sozial- und Umweltstandards, wo wir dann dafür sorgen, dass die auch in unserer Lieferkette und von unseren Lieferanten eingehalten werden. Und dann kommen darüber hinaus noch sogenannte branchenübergreifende Projekte und Kooperationen, bekannter als hier zum Beispiel das Consumer Goods Forum. Und da haben wir beispielsweise auch gerade im Dezember die Human Rights Coalition gegründet, wo wir uns als Ziel gesetzt haben, Zwangsarbeit in unseren Lieferketten und auch in unserem eigenen operativen Geschäft weiter voranzubringen und zu eliminieren. Und so, das klingt jetzt wahrscheinlich alles schön und gut, was wir alles machen, aber es ist eben tatsächlich so, dass das mit sehr großen Herausforderungen verbunden ist. Und ich habe vorhin schon mal unsere Kennzahlen gezeigt und grundsätzlich ist unsere Lieferkette eben als internationales Unternehmen sehr komplex. Also ein paar Beispielszahlen. Wir haben 75.000 direkte Lieferanten und wir haben 50.000 bis 120.000 geführte Einzelartikel. Und ich glaube, da ist schon der Kern des Problems oder des Problems vielleicht nicht, aber die größte Herausforderung, die Tatsache, dass wir ein internationales Unternehmen sind mit sehr vielen Lieferanten, mit sehr vielen Produkten und teilweise auch gebündelten Beschaffungsmärkten und dass eben alles eine sehr große Herausforderung ist, das alles zu überwachen und dass die gesamte Lieferkette bis zu den einzelnen Komponenten von einem Produkt zu überwachen, ist eben eine Zukunftsvision, was natürlich aber schon realistisch ist, ist die Risiken zu identifizieren in der Lieferkette, aber es ist eben, wie gesagt, aufgrund dieser Komplexität eine sehr große Herausforderung. Und wir haben ja das Thema Wirkung ist das Wichtigste eigentlich, also das hatte ich vorhin schon gesagt, man kann Maßnahmen erarbeiten, aber das Wichtigste ist, dass man natürlich vor Ort auch etwas verändert. Und da ist es bei uns auch so, dass wir eben aufgrund der Komplexität unserer Lieferkette vor der Herausforderung stehen, wie wir das alles dokumentieren. Und das ist klar, dass man dafür auch gute Daten und vor allem auch digitale Tools und technische Lösungen braucht, um diese ganzen Daten zu erfassen. Und zum Thema Verantwortungstiefe, wir hatten vorhin auch schon die Diskussion um Tier 1 gehört. Es ist aus Unternehmensperspektive, aus unserer Sicht schon so, dass die Hebelwirkung einfach sehr stark abflacht, sobald man weiter in die tiefe Lieferkette geht. Also in der ersten Lieferantenebene, wo man direkte Vertragsbeziehungen hat, hat man einfach ganz praktisch gesehen eine andere Hebelwirkung. Und deswegen fokussieren wir uns im ersten Schritt auf die erste Lieferantenebene. Aber wir wollen natürlich uns kontinuierlich verbessern und nicht da aufhören. Und zum Thema freiwillige Initiativen.
ist auch uns klar, dass es einfach nicht ausreicht, wenn es nur freiwillige Verpflichtungen, wenn es keine richtigen gesetzlichen Verpflichtungen sind und nur freiwillig gefordert wird, weil nicht alle Unternehmen dann zur Verantwortung gezogen werden. Und es ist einfach so, dass die Herausforderungen so groß sind, dass es auch viel mehr Sinn machen würde, wenn sich alle engagieren, um die Wirkung vor Ort auch zu vergrößern. Und Frau Brockmeier, ganz kurz einen Schlusssatz, weil die 10 Minuten schon über abgelaufen sind. Ja. Okay, ich komme zum Schluss. Dann zeige ich zum Schluss das Beispiel aus der Lieferkette, wo man vielleicht die Komplexität unserer Lieferkette ganz gut erkennen kann. Das ist vom Verband zusammengetragen worden und steht exemplarisch für einen Müsli-Riegel, den man bei jedem Lebensmittelhändler bekommt. Und da kann man auch ganz gut sehen, also aus wie vielen Zutaten ein Müsli-Riegel alleine schon besteht und wie viele Herkunftsländer da dahinter stecken und wie komplex allein schon die Lieferkette von einem Müsli-Riegel ist. Genau. Und hier zum finalen Abschluss noch unsere Forderung, wie wir uns ein zielführendes Lieferkettengesetz vorstellen würden. Ganz herzlichen Dank, Ilja Brockmeier, für diesen ganz klaren Vorschlag, wie es denn gehen könnte bei aller Komplexität und was man alles machen muss, was viel ist, aber was machbar scheint. Ganz herzlichen Dank dafür. Und nach 2 großen Konzernen blicken wir jetzt auf ein Start-up, ein Unternehmen, das nicht erst sich transformieren muss, sondern gleich gestartet ist mit dem Anspruch, nachhaltig die ökologische Transformation überhaupt voranzubringen. Ein Textilunternehmen, das wird mit dem schönen Spruch, dass Nachhaltigkeit das Neue sexy ist, also offenbar einen Verkaufsvorteil bringt, nicht nur ein Trend. Und es ist gegründet worden von 3 Studierenden noch mitten im Studium. Sie haben das Unternehmen Circle Stance gegründet, gleich GOTS zertifiziert von Wiede Peter, sich bestätigen lassen, dass es auch vegan komplett ist, was produziert wird. Und einer von Ihnen, Philipp Henschel, der studiert in Siegen BWL und ist aber heute zu uns in diesen virtuellen Raum gekommen, um zu sagen, wie das geht und was ein Lieferkettengesetz für ein ganz kleines 3-Mann-Unternehmen bringen würde. Philipp Henschel, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Tanja, für diese tolle Überleitung. Du hast schon sehr viel über uns erzählt. Richtig, ich bin Philipp Henschel, Mitgründer von Circle Stances und wir sind ein junges Fair-Fashion-Startup aus Düsseldorf. Ja, was uns besonders auszeichnet, sind eben hier unsere großen vielfarbigen Tierprint-Motive. Die fallen alle in gewisser Weise auseinander und das soll die Zerbrechlichkeit der Natur symbolisieren. Daher kommt auch unser Name. Circle kommt vom Circle of Life und Stances von den Circle Stances, also von den Umständen, die wir gerne in der Modebranche verbessern möchten. Unsere Produkte sind zu 100% aus Bio-Baumwolle und unter fairen Bedingungen in der Türkei hergestellt. Ja, und an dieser Stelle ist es eigentlich schon ein bisschen absurd und auch bizarr, dass man das wirklich als Modeunternehmen erwähnen muss, dass man eben unter fairen Bedingungen herstellt, weil es irgendwo auf der anderen Seite bedeutet, dass die meisten Produkte nämlich leider unfair produziert sind. Und es ist auch so, dass, so wie Wiegold das eingangs auch ganz gut erwähnt hat, dass viele Produkte, die am Markt angeboten werden, einfach nicht diesen sozial, ökologisch, wirtschaftlichen Aspekt integrieren, sondern dass einfach nicht die wahren Kosten, die True Cost, wie man so schön sagt, sich auch in den Geschäftspreisen wiederfinden, sondern dass dann nämlich die Natur und auch die Menschen, die ganz am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, irgendwo dafür aufkommen müssen, dass wir die tollen, günstigen Klamotten kaufen können. Ja, das vielleicht als kurzes Intro. Ich freue mich sehr darüber, heute hier sprechen zu dürfen und Ihnen in den kommenden Minuten ein bisschen von unseren Erfahrungen beim Aufbau unserer Wertschöpfungskette erzählen zu dürfen und wie wir das Problem lösen wollen für uns. Ich denke unübersehbar, das, was Circle Stances als Unternehmen elementar von meinen Vorrednern Henkel und Metro unterscheidet, ist, dass wir vor 2,5 Jahren, als wir unser Bild gestartet haben, einfach die Möglichkeit hatten, auf einer grünen Wiese unsere Supply Chain so aufbauen zu können, wie wir das für richtig hielten. Wir hatten keine Altlasten
Und in unserer globalisierten und digitalen Welt werden einem sehr viele elegante Bausteine geliefert, die man dann praktisch nur so ein bisschen zusammensetzen muss, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen, um dann ein Unternehmen aufzubauen. Ja, für uns war klar, wir wollen auf jeden Fall GOTS zertifiziert sein. Was ist GOTS? Werden sich jetzt vielleicht manche fragen. GOTS ist der Global Organic Textile Standard. Kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der DIN, ISO 9001, die Qualitätsnorm oder im weitesten Sinne auch so ein bisschen mit dem TÜV, also eine unabhängige Zertifizierungsorganisation. Ein Produkt, das dieses Siegel trägt, das GOTS-Siegel, garantiert, dass es unter nachhaltigen Bedingungen hergestellt wurde, so wie unsere. Und wie macht es der GOTS? Der GOTS zertifiziert jedes einzelne Element, jedes einzelne Mitglied in einer vertikalen Wertschöpfungskette durch, von unabhängigen Audit, um sicherzustellen, dass keine Menschenrechte verletzt werden, dass keine Kinderarbeit stattfindet, dass keine ökologischen Richtlinien verletzt werden und auch Arbeitssicherheit in der prozessualen Sicherheit gewährleistet ist. Erst wenn jedes einzelne Unternehmen in dieser Wertschöpfungskette dieses Siegel erhalten hat, darf auch das Kleidungsstück ein solches erhalten. Ausgenommen sind die Endverkäufer, weil es ist schwierig, dann jede Modeboutique dazu zu Standards, also sich zu zertifizieren zu lassen. Genau. Das finden wir großartig. GOTS ist eine tolle Geschichte. Und für uns ist es dann relativ einfach, sich dann irgendwo unter so eine vorhandene Wertschöpfungskette dran zu hängen. Das heißt, wir haben bei der Entwicklung viel recherchiert und sind dann zu unserem großartigen Produzenten Mehmet gekommen in die Türkei und haben dann mit ihm unser Business praktisch aufgebaut. GOTS ist toll, wie wir finden, aber GOTS hat auch eine kleine Schwäche. Und zwar weiß man zwar, dass dann alles am Ende ökologisch und fair hergestellt ist, aber man kennt die einzelnen Mitglieder in der Wertschöpfungskette nicht. Und für uns ist Transparenz innerhalb der Kette auf jeden Fall ein Schlüsselfaktor, um auch in Zukunft kontrollieren zu können, was geht eigentlich ab, um die Unternehmen zu kennen, die dahinter stecken. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das reicht uns noch nicht. Wir wollen mehr erfahren über unsere Lieferketten und sind dann ins Gespräch mit Mehmet gegangen. Ja, und dabei haben wir relativ schnell festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, weil die genaue Zusammensetzung von den Lieferketten für die Produzenten ja ein tatsächliches Asset ist, ein Wertgegenstand für das Unternehmen. Und ein bisschen wie so ein Rezept von Coca-Cola oder von Haribo, was man einfach nicht so gerne offen sehen möchte im Internet oder so. Ja, wir sind viel in die Detektivarbeit gegangen, haben viel mit Mehmet gesprochen und können heute tatsächlich sagen, dass wir unglaublich stolz sind, dass wir jeden einzelnen Partner, jedes einzelne Mitglied in unserer Wertschöpfungskette benennen können, dass wir jeden Namen kennen und auch wissen, wo diese Mitglieder ansässig sind und was sie tun. Das zeigen wir auch unseren Kunden. Also wir haben so einen kleinen QR-Code in ein Care-Label eingenäht, den kann man scannen und dann landet man bei so einer Karte und dann kann man wirklich sehen, okay, da wurde die Baumwolle abgebaut, da wurde sie zu einem Faden gesponnen, hier wurde sie zu einem Stück Stoff gewebt, gefärbt, geprintet und dann letztlich zum fertigen Textil zusammengenäht. Wenn es interessiert, das kann man übrigens auch auf unserer Seite circlesciences.de bei der Produktansicht rechts daneben ist so eine kleine Karte, die kann man anklicken, da kann man das alles sehen. Total tolles Feature. und wir sind wirklich stolz darauf, dass wir das als kleines Unternehmen bereits haben entwickeln dürfen. Das nächste, was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir mit einem befreundeten Startup, mit Retrace, hier aus Düsseldorf, aus Oberkassel, mithilfe der Blockchain-Technologie eben versuchen wollen, tatsächlich die zeitliche und die explizite Komponente auch noch mit aufzufassen. Das heißt, wir wollen es ermöglichen, dass man sagt, okay, dieses Sweatshirt, was ich jetzt trage, genau diese Baumwolle, die genau dafür verwendet wurde. Ich möchte jetzt wissen, an welchem Tag wurde die wo abgebaut, wann, also sagen wir am 18. März,
wurde sie abgebaut und dann ist sie am 20. März zur Garnspinnerei transportiert worden, am 15. April dann gewebt worden, einfach um auch für den Kunden nochmal einen größeren Bezug zum eigentlichen Textil herzustellen und ihm auch nochmal diese Prozesse ein bisschen näher zu führen. Ich glaube, dass wirklich beim Endkunden das Verständnis eine große Rolle spielt und dass man sich dann nicht mehr so alleine gelassen fühlt als Endverbraucher, dass man da ein bisschen mehr mitgenommen wird. Ich glaube, das ist wichtig. Und deswegen sind wir froh, dass wir Retrace an unserer Seite wissen, um das gemeinsam in Zukunft zu bauen. Im Augenblick stoßen wir dann noch an unsere Grenzen. Also wir haben einfach noch nicht die Abnahmemengen, dass wir da so einen Druck auf diese Wertschöpfungskette ausüben könnten, um sowas durchzuführen. Einfach weil da prozessuale Veränderungen erforderlich wären. Also die Ton, wann das weitergeliefert wurde, ins Internet hochgeladen werden, damit es dann von uns auch wieder abrufbar ist. Und ja, das erfordert, glaube ich, noch ein paar Jahre viel Aufklärung, bis wir da weiterkommen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es spannende Herausforderungen in Zukunft werden, die wir meistern werden. Ja. Ja, mit Blick auf die Uhr, ein Schlusssatz. Herr Henschel. Wir sind Unternehmer, wir sind leidenschaftliche Unternehmer. Wir möchten wirklich etwas unternehmen, um die Lieferketten zu verbessern. Wir sehen unser Transparenzding, unsere Nachhaltigkeit auch auf jeden Fall als Wettbewerbsvorteil, als Faktor, um auch zu wachsen und um dadurch auch einen gewissen Druck auf Konkurrenten und größere Unternehmen aufzubauen, dass freiwillig auch in diese Richtung gedacht werden sollte. Wir finden, dass das Liefergesetz eigentlich das perfekte komplementäre Element aus der Politik ist, was unseres Erachtens längst überfällig ist und dass das unbedingt umgesetzt werden sollte, aber in den, bitte richtig, was der erste Redner von Henkel gesagt hat, wir müssen unbedingt gucken, wie wir das dann praktisch auch lösen, also mit den Palmölbauern, sonst haben wir hier das gleiche Problem wie mit der Umweltspur hier vor der Tür in Düsseldorf, weil es einfach keine Alternativen gibt und diese Alternativen müssen vorher geschafft werden. Bitte lasst uns gemeinsam mit Wirtschaft und Politik das Ganze sinnvoll angehen, dass es lösbar ist und dass es auch keine Schlupflöcher für die großen Unternehmen gibt, um sich da irgendwo rauszuwenden. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr alle mir zugehört habt. Ganz herzlichen Dank, Philipp Henschel, für diesen Einblick in den Aufbau von einer nachhaltigen, transparenten Wertschöpfungskette und auch wieder für die ausgestreckte Hand, die wir jetzt zum nächsten Mal herumreichen, die nämlich sagt, wir müssen da Lösungen finden, Wirtschaft und Politik zusammen. Und genau das wollen wir jetzt in unserer Diskussion machen. Deshalb bitte ich noch einmal alle zurück auf unsere virtuelle Bühne, Eva-Maria Reinwald und Gregor Berghausen, Sven Giegold und Herrn Bergmann und Frau Brockmeier. Und ja, ich sehe an den vielen klugen Fragen im Chat, wir bräuchten Zeit bis Mitternacht, dann hätten wir das vielleicht alles bearbeitet. Wir versuchen es in einer halben Stunde und ich würde Sie jetzt vielleicht um eine interne Verständigung schon mal bitten. Wir haben jetzt unterschiedliche Perspektiven aus einem Unternehmen gehört und Frau Reinwald, Sie hatten ja gesagt, das soll nicht darum gehen, in den 22. Tier der Lieferkette zurückzugehen und dort einen Nachweis über eine halbe Überstunde zu führen, sondern ums Augenmaß. Jemand hat im Chat dazu gefragt, ob das Augenmaß nicht eigentlich dann ein unklarer Rechtsrahmen ist, den man greifen kann. Wie blicken Sie jetzt auf diese Bestrebungen der Unternehmen? Geht das in die richtige Richtung? Und wie schätzen Sie das ein? Wie könnte das dann klarer werden rechtlich? Ja, ich glaube, dass diese Frage, was vorhin auch im Vortrag der Metro angeklungen ist, was sind wirksame Maßnahmen? Das ist eine, die wir uns stellen müssen und das ist eine, die sich, glaube ich, jetzt auch, wenn wir eine rechtliche Grundlage haben, nochmal auch an Tiefe in der gemeinsamen Diskussion von Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften an Relevanz gewinnen wird. Herr Bergmann hat das vorhin in seinem Vortrag eingesprochen, dabei sicher auf die Studie Bezug genommen, die das Deutsche Institut für Menschenrechte jetzt nochmal veröffentlicht hat,
wo es zum Beispiel um die Frage geht, wie können wir bestehende Standards nutzen, um auch Anforderungen zu erfüllen. Da wurden zum Beispiel der Standards dieses Roundtable for Sustainable Palm Oil untersucht. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat dabei herausgestellt, dass es das Problem der Kinderarbeit nicht ausreichend adressiert. Und dann stellt sich natürlich für ein Unternehmen die Frage, wie kann ich dieses Problem der Kinderarbeit dennoch angehen? Und muss mir dann zum Beispiel auch darüber Gedanken machen, es gibt auf den Plantagen hat sich ein System der Bezahlung nach Quoten, was an Palmöl geerntet wird, durchgesetzt, was kinderarbeitsförderlich ist. Und wenn ich dann mit meinen Zulieferern gemeinsam darauf hinarbeite, dass sich an diesem Quotensystem, also am Problem, an der Ursache des Problems etwas ändert, dann habe ich quasi ja die geeignete Maßnahme gefunden, mit der ich dann zum Beispiel auch so einen Standard ergänzen kann oder schauen kann, ist der bessere Weg, direktere Handelsbeziehungen aufzubauen. Und ich denke, da müssen wir am Ende auf diese Wirksamkeit der Maßnahmen schauen. Und es wird sich natürlich auch, wenn wir einen Haftungsmechanismus haben, ein System der Rechtsprechung etablieren. Man muss dazu sagen, es ist für Betroffene von Menschenrechtsverstößen, wird es auch weiter ein weiter und schwieriger Weg sein, den Weg überhaupt vor ein Gericht in Deutschland zu gehen. Auch meistens nur mit der Unterstützung auch aus dem Bereich der Zivilgesellschaft. Das heißt, zunächst einmal, wenn es zu solchen Klagefällen kommt, dann wird das schwerwiegende Menschenrechtsverstöße betreffen, wo auch eine mangelnde Sorgfaltspflicht des Unternehmens, dass ein bekanntes Problem tatsächlich nicht angegangen worden ist, wirklich nachweisbar ist. Und so werden wir sicherlich über den Weg auch der Implementierung des Gesetzes mit der Zeit auch eine große Klarheit darüber bekommen, was ich als Unternehmen zu leisten habe und wie ich mich vielleicht auch daran orientieren kann, was sich als wirksam erwiesen hat. Würden Sie denn, Frau Brockmeier hat ja eben beschrieben, so gehen wir vor, das sind 6 Schritte von einer Risikoanalyse zu einer Korrektur, wenn uns Fehler aufgefallen sind, das können wir alles nachweisen. Würden Sie denn sagen, in einem wirksamen Lieferkettengesetz wäre genau das, was Unternehmen tun würde? Würden Sie sagen, das reicht uns? Also in einem Lieferkettengesetz wäre das ja festgeschrieben, so gemäß der UN-Leitprinzipien zu schauen, wo sind die Risiken in meiner Lieferkette und dann auch zu priorisieren, wo sind besonders große Risiken, wo an welche Fragen muss ich nochmal genauer drangehen. Wo haben meine Auswirkungen auch einen besonders starken Impact auf die auf die Betroffenen, wo sind die Menschenrechtsverletzungen besonders groß und wo habe ich auch einen Einfluss, den ich nutzen kann. Und diese Schritte muss ich dann als Unternehmen zuerst gehen und mich da eben auch an den wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Und da ist, glaube ich, jetzt auch für Unternehmen, wird sich sicherlich diese Frage auch um Bedeutung von Standards nochmal intensivieren. Wir haben gerade heute in der Initiative, das lief jetzt parallel, gerade auch ein Webinar dazu gehabt, zu dieser Frage Bedeutung auch von Audits und Zertifizierungsprozessen. Das wird sicherlich auch später nochmal auf YouTube geben. Also alle, die da interessiert sind, werden das dann auch nochmal online finden. Ganz herzlichen Dank, Frau Reinwald. Ich habe einen Kommentar von Horst Lautenschläger, der sagt, man muss eigentlich als Außenhandelsunternehmen sowieso eine Compliance vorhalten. Das ist auch nicht nur eine Belastung, sondern auch ein Schutz für Fehler, die Verantwortliche machen könnten. Und insofern wäre das eigentlich was, was das unterstützen würde. Herr Berghausen, würden Sie das teilen und sagen, wenn man diese Voraussetzung sowieso hat, muss man sich nicht so fürchten? Und das vielleicht kombiniert mit einer anderen Frage, die nämlich fragt, ist eine Art von Kennzeichnung für Unternehmen, die da lieferkettengesetzkonform arbeiten, geplant? Und wäre das vielleicht auch für die einzelnen Bereiche denkbar? Denn Herr Berghausen, Sie hatten ja angemerkt, dass wenn man nur einen einzigen Fehler macht, schon sozusagen die Qualifikation verloren geht und vielleicht ist irgendwas Schrittweises, was man nach außen darstellen kann, so wie Herr Henschel ja auf GOTS-Zertifizierung und verwiesen hat, vielleicht wäre das ja auch eine Erleichterung, Herr Berghausen. Also ich würde jetzt einmal, um den letzten Punkt zu beantworten, wir müssen natürlich dann in der Umsetzung uns genau Gedanken machen, wie kann man es tatsächlich tun und welche Schritte sind möglich und letztlich welche Systematiken kann man anwenden, um den Weg zu beschreiten. Das ist dann zum guten Schluss ein Umsetzungsdoing,
Da wird man sicherlich nochmal genau dann auch wirklich hingucken müssen. Da ist auch die Frage, gibt es Übergangsfristen und so weiter und so fort. Das sind also dann rechtstechnische Themen, die auch letztlich dann noch eine Rolle spielen. Ich glaube, dass diese Frage der Verknüpfung mit der Compliance-Organisation sicherlich eine Methode ist. Die wird aber natürlich gerade, was diese Fragen insgesamt angeht, nicht ausreichen. Und das, was wir tatsächlich aktuell hier machen, das darf ich mal so sagen, ist, natürlich arbeiten wir hier permanent mit total unbestimmten Rechtsbegriffen, die wir letztlich dann zum guten Schluss, und da bin ich jetzt Frau Reinwald insofern dankbar, weil sie es angesprochen hat, das ist aber auch bei den Unternehmen halt tatsächlich häufig die Horrorvorstellung, dass man halt letztlich natürlich zum guten Schluss eigentlich die Ausgestaltung des Gesetzes eigentlich erst über Rechtsprechung erhält. Und das ist halt tatsächlich etwas, was das für die Unternehmen, sie wollen eigentlich ein gutes Gesetz haben, was eindeutig festlegt, wann bin ich betroffen, wie muss ich es machen. Jetzt bei dem, wie muss ich es machen, sind bei den Gesetzen immer enge Grenzen gesetzt. Aber ich glaube halt einfach, dass wir wirklich relativ saubere Rechtsbegriffe brauchen, damit die Unternehmen ein hohes Maß an Planungssicherheit bekommen. Und da ist es sicherlich so, wie gesagt, das eine ist das praktische Doing über eine Compliance-Organisation, über Zertifizierungssysteme letztlich den Weg zu beschreiten. Das andere ist aber ein möglichst gutes und sauberes Gesetz, letztlich was die Haftungstiefen angeht, was die Umsetzungsfragestellungen angeht, so letztlich klar zu machen, dass die Unternehmen keine Angst vor überbordender Bürokratie oder einer letztlich einem hohen Rechtsunsicherheitsrisiko haben. Stimmt, Mikrofon ist immer hilfreich, wenn man gehört werden will. Danke, Frau Elsholt. Herr Giegold, haben Sie eine Lösung für diese Frage der konkreten rechtssicheren Ausgestaltung? Wir haben ja von Herrn Bergmann viele Sorgen gehört nach Klagen von Leuten, die den Drittwunsch vielleicht als Arbeitsplatz noch haben. Wir haben von Frau Reinwald gehört, vielleicht ist das nicht die entscheidende Baustelle. Aber wie kann man es so rechtssicher machen, dass die Unternehmen wissen, sie sind da auf dem Weg? Wenn sie dem folgen, wird das klappen? Also erstmal eins vorab, Rechtsbegriffe sind zunächst immer ein Stück weit unbestimmt. Das liegt in der Natur von Gesetzgebung. Und das zu bestreiten wäre unehrlich. Die schönsten Grundsätze, auf die sich das Verfassungsgericht regelmäßig unter großem Applaus der Deutschen insgesamt stützt, sind offene Rechtsbegriffe. Und wir Deutschen haben sehr stark diese Rechtstradition, die eben auch von Herrn Bergmann, das Verwirrende ist Berghausen und Bergmann, sollte man nicht verwechseln, von Herrn Bergmann eingefordert wurde. Im angelsächsischen Bereich ist allgemein akzeptiert, dass die Rechtsentwicklung vielmehr aus Fällen und Case Law entsteht, also aus Richterrecht. Das finden wir Deutschen ganz furchtbar. Dafür gibt es auch gute Gründe. Aber in der Realität sind diese beiden Gedankenwelten gar nicht so weit auseinander, weil ein Gesetz, was jede Unklarheit schafft, ist so detailliert, dass es von der Wirtschaft zu Recht als überbürokratisierend gebrandmarkt würde. Jedes gute Gesetz muss die richtige Balance finden zwischen offenen Rechtsbegriffen und nicht alles bis ins Detail durchbuchstabieren. Und insofern glaube ich, dass es genau so ist, wie die Schwester von Südwind das hier erklärt hat, nämlich dass man beginnen muss mit möglichst guten, gefassten Begriffen, aber es dann auch eine Weiterentwicklung geben wird. Und der Gesetzgeber muss eben klar machen, dass das Ziel nicht ist, eine Welle von Durchsetzung vor Gericht zu erzielen, sondern das Ziel ist, Prinzipien festzuschreiben, die dann die Anreize so setzen, dass es zu all dem gar nicht erst kommt. Aber natürlich bleibt das. Ich finde, dass von den Punkten von Herrn Bergmann noch ein paar Sachen offen sind, auf die ich gerne irgendwann noch eingehen würde, aber vielleicht erstmal dazu hier. Ja. Na, irgendwann ist gut. Irgendwann sind nur noch 20 Minuten und wir haben viele gute Fragen. Nein, vielleicht ganz kurz. Ich kann ganz kurz sagen, das eine ist absolut, die höhere Standards im Bereich Menschenrechte und Ökologie werden auch zu höheren Preisen führen. Das ist so.
geht es ja dummes Zeug zu sagen, die Unternehmen sollen das bezahlen. Natürlich führt das zu höheren Preisen. Und das führt dazu, dass wir vielleicht von einigen materiellen Gütern ein wenig mehr teurere Dinge, die aber vielleicht länger halten und mehr wertgeschätzt konsumiert werden. Und das ist richtig und das sollten wir auch offen sagen. Wichtig ist aber auch zu sehen, dass der Lohnanteil in dem Endverkaufspreis, und das haben ja auch viele Studien der Nichtregierungsorganisationen immer wieder gezeigt, der Wertschöpfungsanteil, der überhaupt in den Ländern mit harter Ausbeutung erzielt wird, ist am Endverkaufspreis sehr gering. Wäre interessiert, ihr an den vertretenen Unternehmen das zu hören. Insofern ist das jetzt nicht so, dass dadurch ein T-Shirt oder ein anderes Produkt immer zum High-End-Ware wird und für Menschen mit kleinem Geldbeutel nicht mehr finanzierbar ist. Es wird weiter High-Quality-Fashion und genauso auch Dinge geben, die leistbar sind. Ja? Das ist das eine zum Weitergeben über die Preise. Und was ich dann noch wichtig fand, war der Vorwurf, wir würden Normen festlegen und die anderen aufzwingen. Nein, es geht doch hier darum, wenn man in Europa etwas verkaufen will, in unserem Markt, dann akzeptiert man auch unsere Rechtsordnung. Und zur Rechtsordnung gehören eben Menschenwürde, Nachhaltigkeit und so weiter. Und das wird eben immer noch und in großer Zahl gebrochen. Und damit schreiben wir nichts vor. Niemand ist gezwungen, hierher zu liefern. Und nur um eins klar zu sagen, wir haben nie dafür eingetreten, irgendwelche Boykotte zu starten. Ich halte das auch gegenüber Entwicklungsländern, da bin ich sehr eng bei dem, was Herr Bergmann gesagt hat. Ich halte das für äußerst gefährlich zu sagen, wir wollen jetzt überhaupt nichts mehr aus Indonesien, weil das ist ein menschenrechtsbrechendes Regime. Wem nützt das in Indonesien? Nein, wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was unsere konkreten Konsumprozesse bewirken. Aber Boykottaufrufe sind meiner Meinung nach gerade gegenüber ärmeren Ländern nur legitim, wenn sie von den Menschen in den Unternehmen dort selbst ausgehen. Ein Boykottaufruf werden Sie von uns Grünen gegenüber Produkten aus Entwicklungsländern noch nie gehört haben, aus guten Gründen, weil ich das nämlich für eine Politik halte, die nicht die Schwächsten im Blick hat, die am meisten betroffen sind von so einem Boykottaufruf. Uns geht es um die Durchsetzung von Standards, nicht um das Wegnehmen von Wertschöpfung, von Lebensmöglichkeiten in Ländern, in denen es den Leuten dreckig geht. Der Punkt ist klar. Ich habe ganz, ganz viele ganz gute Detailfragen und ich würde mir wünschen, dass wir die im Nachgang vielleicht der Veranstaltung noch beantworten können. Und ich versuche es trotzdem nochmal an Frau Reinwald mit zwei Fragen und dann würde ich die Unternehmensvertreter nochmal bitten, vor dem Hintergrund, wie wir es jetzt nochmal präzisiert haben, ob Sie sagen könnten, dass da ein Lieferkettengesetz machbar, umsetzbar werden würde, wie Sie da mitgehen könnten. Aber zunächst einmal eine Frage an Südwind auch direkt gestellt, wie weit die Unternehmensgröße als Zahl der Mitarbeiter überhaupt eine wichtige Kennzahl ist, weil es natürlich Unternehmen gibt, die, siehe Start-up, von mit wenigen Leuten dann ja vielleicht rauskommen können, aber trotzdem viele Dinge verkaufen können, große Warenmengen bewegen können. Und die zweite Frage ist, wie weit ist eigentlich das sinnvoll, das auch mit Handelsabkommen so zu verknüpfen, dass vielleicht ganz vornherein gesagt wird, in einem Handelsabkommen, Lieferkettengesetz, in der und der Vorgabe gehört elementar dazu. Frau Reinwald. Ja, zur ersten Frage der Unternehmensgröße. Also das, was wir auch im Rechtsgutachten der Initiative Lieferkettengesetz vorschlagen, ist eine Orientierung an Definitionen im Handelsgesetzbuch, die, das habe ich der Kürze wegen vorhin im Vortrag unterschlagen, auch Größen definiert zu Bilanzsumme und zu Umsatzerlösen des Unternehmens, sodass eben auch diese Fragen, wie viel Umsatz macht eigentlich ein Unternehmen im Jahr, dann berücksichtigt werden sollten. Ob das jetzt in dem was jetzt ja in der Bundesregierung auch herauskommen wird als Gesetzesentwurf oder als Eckpunkte auch berücksichtigt sein wird. Da wird immer viel über diese Frage der Mitarbeitendenzahl diskutiert. Das ist dann noch eine andere Frage.
Die zweite Frage war, die können Sie Handelsabkommen. Handelsabkommen, genau. Also zunächst einmal gibt es auch seitens von Nichtregierungsorganisationen sehr viele gute Vorschläge, wie wir Nachhaltigkeit in Handelsabkommen besser berücksichtigen können, was auch zum Beispiel die Frage einer sehr vorzeitigen Nachhaltigkeitsprüfung, Folgenabschätzung von Handelsabkommen betrifft, dass die auch sehr früh im Prozess schon stattfindet. Und da wird viel diskutiert. Und das sind allerdings, ich sage mal, unterschiedliche Regelungsbereiche. Wenn wir eben über das Lieferkettengesetz sprechen, über eine europäische Regelung, dann sprechen wir für die Frage, welche Pflichten legen wir Unternehmen auf? Und bei Handelsabkommen geht es dann ja auch um Beziehungen zwischen Staaten, um Handelsströme. Und insofern sind es beides wichtige, aber erstmal auch, ich sage mal, regulatorisch getrennte Regelungsbereiche. Die man nicht verbinden könnte. Als verbindlichen Teil zu sagen, wir handeln auf der Basis dieses Gesetzes und das gilt dann auch vielleicht für den Palmölunternehmer in Singapur, der mit Palmöl aus Indonesien Geschäfte macht. Erstmal ist es schon auch wichtig, dass Nachhaltigkeitsstandards auch verankert werden in den Handelsabkommen und dass es auch, wenn wir zum Beispiel über einen internationalen Vertrag, UN Treaty, also ein UN-Abkommen zur Wirtschaft und Menschenrechten sprechen, dass dann quasi ein Vorrang auch menschenrechtlicher Verpflichtungen vor den Verpflichtungen aus Handelsabkommen international festgeschrieben wird, damit es da nicht quasi zu gegenseitigen Verstößen kommt. Aber erstmal haben wir jetzt mit diesem Prozess der UN-Leitprinzipien, die ja 2011 beschlossen worden sind und den daraus folgenden, ich sage mal auch nationalen Prozessen hin zu solchen verbindlichen Regelungen, quasi ein so ein Ansatzstrang, an dem man jetzt quasi gutes Recht schaffen kann. Und dann auf dem Handelsrecht sind nochmal quasi andere Regulierungswege. Ja, okay, vielen Dank. Es sind zwei Dinge, die zusammengreifen, aber nicht in ein Gesetz gepackt werden müssen, aber trotzdem miteinander bedacht werden müssten. Ich würde gerne nochmal die VertreterInnen der drei Unternehmen jetzt fragen, nach dem, was wir jetzt auch ein bisschen vielleicht nochmal präzisiert haben. Herr Bergmann, Sie haben viele Bedenken geäußert, die vielleicht ein bisschen ausgeräumt sind. Wie müsste denn ein Lieferkettengesetz aussehen, dass es wirklich positiv in die Richtung weitergeht, dass wir die Standards, auf die wir uns verpflichtet haben bei den UN, in unseren Wertvorstellungen Europas, wie können wir da weiterkommen? Wie müsste das weitergehen? Also erstmal würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass wir der Herr Giegold hat das ja angesprochen, über unsere Normen aufzwingen. Wir haben eine gewisse Marktgröße in Europa, aber wir wollen ja auch die europäischen Unternehmen erreichen, die weltweit aktiv sind und dass die ihre Standards in ihren weltweiten Aktivitäten umsetzen. Und das ist bei uns beispielsweise der Fall. Das heißt, wir müssen in diesem Kontext auch überlegen, welchen Hebel haben wir in Europa und was ist sozusagen das Ambitionsniveau, was wir da verfolgen. Und wenn man dieses Beispiel Palmöl mal nimmt, wir sehen da am Ende einer langen Kette, wir kaufen kein Öl direkt, sondern Tenside nach vielen, vielen Verarbeitungsstufen. Aber Europa insgesamt hat rund 10% am globalen Markt. Nach dem RSPO-Standard sind 20% zertifiziert. Das heißt, selbst nach dem Standard, der natürlich immer noch Verbesserungspotenzial hat, nehmen die Märkte, die sich für das Thema interessieren, bei weitem nicht das ab, was es im Markt gibt. Das heißt, je höher wir das Anspruchsniveau schrauben, umso schwieriger wirkt es dort vor Ort, die Akzeptanz für diese Standards zu geben und diese Standards auch entlang der gesamten Kette umsetzen zu können. Weil wir kaufen natürlich nicht nur in Europa bei einigen wenigen Lieferanten, sondern wir müssen in vielen Ketten über viele Stufen arbeiten. Das heißt, diese Akzeptanz muss auch über die komplette Stufe gesichert sein. Und wir sehen in vielen Ländern, dass wir einfach Schwierigkeiten haben, dass unsere Vorlieferanten, die nicht nur nach Europa liefern, nicht nur an Unternehmen wie Henkel liefern, das in ihrer kompletten Kette umsetzen müssen. Das heißt, je höher wir dieses Niveau legen, und natürlich sind die immer Bedenken von Frau Reinwald gegenüber dem RSPO berechtigt, aber wir müssen anerkennen, das wird immer ein Mindeststandard sein oder ein gewisses Niveau haben und nie das perfekte, ideale, erwünschenswerte Schutzniveau haben, wenn wir die Unterstützung in den Ländern haben wollen. Und es wird auch immer, ich meine, der Herr Henschel hat es ja selber angesprochen, das Problem geben, wie sieht es denn wirklich aus? Es ist schön, eine Zertifizierung Standard zu haben, aber da war jemand einmal vor Ort, zweimal vor Ort, aber ich weiß nicht, wie es genau in dem Moment aussieht. Bis wir das irgendwann mal digital lösen können oder anderweitig, ist auch noch ein weiter Weg. Das heißt auch da wieder, was ist die Haftungsfrage und eben, was ist unser Hebel realistisch? Für Henkel vielleicht eine kleine Illustration, unsere 10 größten Lieferanten. Mit denen geben wir 1,6 Milliarden Euro aus. Da müsste man sagen, da kann ja eine Menge bewegen. Die 10 größten Lieferanten haben 2000 Standorte weltweit, 400.000 Mitarbeiter, 300.000 Sublieferanten
und wir haben 0,2% Umsatzanteil. Das heißt, das ist der Punkt, wo wir bei dem Thema Prinzipien und dann Richtung Haftung enorm immer besorgt sind, dass das hinreichend klar ist, was die Erwartung ist, was der Einfluss sein kann und ab welchem Einfluss ich sagen kann, da möchte ich das Unternehmen jetzt zur Rechenschaft ziehen, weil häufig ist es eben enorm schwierig. Nur in globalen Koalitionen können wir Dinge vorantreiben und die entsprechen häufig eben nicht den idealtypischen Erwartungen, die viele Akteure insbesondere in diesem Kreis an diese Wertschöpfungsketten stellen. Die Erwartungen haben ja auch was mit Katastrophe des Klimawandels zu verhindern, was den Regenwald angeht. Und ich habe gerade, wo Sie über Indonesien gesprochen haben, die vertriebenen Menschen von den Plantagen vor Augen. Ich habe die gesehen. Insofern, bei denen müssen Sie gar nicht um Akzeptanz werben für mehr Schutz vor Vertreibung durch Plantagen. Ja, aber weil wir... Das Beispiel möchte ich kurz nochmal ansprechen. Wir sind auf der Ziel gegangen, deshalb einen Satz bitte und dann, aber... Gut. Wir engagieren uns mit einer holländischen NGO für Kleinbauern, um deren Produktivität zu erhöhen, um den Einkommensmöglichkeiten zu machen. Das ist losgelöst von unseren Lieferketten. Aber natürlich, je stärker unsere Haftung wird, müssen wir auch da überlegen, ist das ein Ansatz? Ich finde, das ist ein Ansatz, wie man Themen vorantreiben kann, aber es ist ein Ansatz, der uns in dem Lieferkettengesetz beispielsweise überhaupt nicht hilft und dort nicht honoriert wird. Von daher brauchen wir eben stärker diesen Smart Mix und gucken, wo können wir unsere Standards grundsätzlich umsetzen und wo können wir vielleicht noch mehr schaffen mit anderen Instrumenten? Kurz vor Schluss noch Vorschläge von Frau Brockmeier und Herrn Henschel vielleicht. Wie kann man es handhabbar machen für Unternehmen, dass sich wirklich was ändert? Soll ich zuerst? Wer mag? Wer vorne? Frau Brockmeier. Ja, ich glaube, sehr viele Punkte wurden schon gesagt. Also ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man dieses Mindset hat, dass das Gesetz, was es ein Gesetz geben sollte, dass es eben eine Hilfe ist und keine Bürde für Unternehmen, weil es kann ja auch eine Chance sein für Unternehmen, das Thema besser anzugehen und umzusetzen. Also das wäre mein Punkt 1. Und zum Thema Haftung würde ich auch sagen, dass ich nicht weiß, ob das den richtigen Anreiz setzt. Ich glaube, es ist besser, positive Anreize zu setzen, um zu verhindern, dass Unternehmen sich dann darauf fokussieren, Klagen abzuwehren und anstatt sich darauf zu fokussieren, die Situation vor Ort zu verbessern. Also das wäre mein Punkt zur Haftung. Wäre der Druck einer Haftung nicht genau der Anreiz, das zu tun? Ich glaube, dass die Haftung eher darin resultiert, dass Unternehmen dann sich darauf fokussieren, eben Klagen abzuwehren, anstatt weil sie dann Angst haben, dass sie verklagt werden und dass dann die ganzen Ressourcen darauf verwendet werden. Das würde ja ermöglichen, dass man auch Unternehmen belangen kann, eben in Deutschland vor deutschem Recht. Und ich glaube, dass das bei vielen Unternehmen schon eher Angst hervorruft, als dass es was Positives bewirkt. Also das wäre einfach meine Einschätzung. Ich glaube, dass es an der Wirkung anzusetzen, ist sehr wichtig. Also absolut, wir wollen auch keinen papierlosen Tiger, wie man so schön sagt. Also kein Papier ohne Wirkung. Aber es wäre eben, glaube ich, ein besserer Ansatz, mit Brancheninitiativen zu arbeiten und diesem sogenannten Safe Harbor Prinzip, wo Unternehmen sich dann zu bestimmten Regeln committen, die sie dann einhalten müssen und so dann die Wirksamkeit sichergestellt werden kann. Und eine Sache, zwei schnelle Sachen noch, weil ich weiß, wir sind am Ende der Zeit. Also eine Sache, die uns am Herzen liegt, ist eben das Thema Digital. Digitalisierung, wie kann man technische Lösungen ermöglichen, einfach weil es um so viele Daten geht in so einer großen Lieferkette, dass wir uns da wünschen würden, dass man das auch fördert in einem Gesetz, dass man eben sagt, okay, man stellt diese sogenannte Interoperabilität klar, dass dann auch Daten verglichen werden können zwischen Unternehmen. Und grundsätzlich, ganz wichtig, ist es mir auch noch wichtig zu sagen zum Abschluss, dass wir uns eigentlich eine europäische Lösung wünschen. Also ein deutsches Gesetz kann ein erster Schritt sein, aber eigentlich sollte dann eine nationale Lösung in einem europäischen Gesetz aufgehen, da das vor dem Hintergrund Level Playing Field, aber auch Wirkung und wer wird alles zur Verantwortung gezogen, einfach viel mehr Sinn macht aus unserer Sicht als eine rein nationale Lösung. Und natürlich auch mit Blick auf unsere Beschaffungswege, die international sind und nicht national. Also alleingänge kann es nicht gehen, aber Vorausgänge vielleicht. Philipp Henschel, nochmal aus der Perspektive eines Startups, dass das alles auf die Beine gestellt hat, natürlich nur für weniger Produkte, aber trotzdem einige vielleicht Wege vorgewiesen hat. Wie schätzen Sie es ein? Welches Gesetz in welcher Form könnte da helfen?
Ja, also ich persönlich bin jemand, der sehr von seinen Idealen angetrieben wird und versucht, diese irgendwo auch umzusetzen. Und das ist tatsächlich was, was ich mir von größeren Unternehmen auch einfach mehr wünschen würde, dass man einfach den Optimalzustand wirklich erreichen möchte. Und man hat den Unternehmen in den vergangenen Jahren die Möglichkeit gegeben, Eigeninitiativ was zu verbessern. Das ist leider ziemlich gescheitert. Deswegen sehe ich es jetzt alternativlos, als wirklich auch die Unternehmen haftungstechnisch irgendwie in die Pflicht zu nehmen. Es ist bürokratisch sehr schwierig vorgeritten, das alles dann umzusetzen. Und wir sollten natürlich versuchen, möglichst viele Prozesse zu vermeiden. Ich glaube, wir brauchen viele kluge Köpfe, die sich wirklich mal mit den Tun in den Unternehmen beschäftigen, die das mal analysieren. Wo sind die Probleme? Wie können wir die Organisation unterstützen und führen, wo wir eigentlich alle hin wollen? Ich glaube, dass in der Grundeinstellung wir eigentlich alle sehr nah sind, aber wir uns gegenseitig mehr die Hände reichen müssen, dass wir Arbeitsgruppen bilden müssen und dann Stück für Stück diesen riesigen Berg gemeinsam abtragen müssen, den nicht wir hinterlassen haben, sondern die Menschen gebaut haben, die damals die Entscheidungen getroffen haben und diese Supply Chains aufgebaut haben. Und das müssen wir jetzt aufkehren. Okay, viel Arbeit, aber Sie sind alle gemeinsam da dran. Es gibt, glaube ich, viele, viele Detailfragen dabei noch zu klären. Aber grundsätzlich nehmen wir mit aus dieser Diskussion, dass es ein solches Gesetz geben muss und dass es irgendetwas geben muss, was uns hält, Menschenrechte und Umweltstandards besser einzunehmen. Das ist allen klar und das ist ja schon mal ein ganz gutes Zwischenfazit. Wir hätten eigentlich gerne noch mehr reden wollen über die Rolle der Kommunen, die ja über ihre nachhaltige Beschaffung auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Im Chat ist die Gemeinwohlökonomie als ein Lösungsvorschlag erwähnt worden, der vielleicht ein Weg sein könnte, wie es erleichtert werden könnte. Also ich empfehle allen die Fragen im Chat und also in F&A und vielleicht auch Antworten dazu und übergebe aber jetzt an Klaus Kurz als den Sprecher der AG Nachhaltige Kommune, der die ganze Zeit mitgehört hat und vielleicht ein kleines Resümee ziehen könnte, wie es jetzt in Düsseldorf mit einer aufgeschlossenen Industrie- und Handelskammer weitergehen könnte und Unternehmen, die sich dort auf den Weg gemacht haben. Klaus Kurz, Ihr Resümee bitte ganz am Ende der Veranstaltung mit Dank an alle ReferentInnen und ZuschauerInnen. Herr Kurz, einmal Mikro noch an. Ihnen geht's wie mir. Okay, ja, ich werde natürlich jetzt nicht den Versuch machen, diese überaus spannende, informative und differenzierte Diskussion irgendwie zusammenzufassen oder etwa zu bewerten. Ich fand es hochinteressant und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Ansatzpunkte, wo man zusammenkommen kann, diskutieren könnte hier den weiteren Weg. Mir bleibt als Verantwortlicher für diese Veranstaltung noch, mich zu bedanken bei allen, die heute hier als Expertinnen interessante und wichtige Beiträge geleistet haben. Das gilt natürlich auch für die Moderatorin, die souverän durch die Veranstaltung geführt hat. Herzlichen Dank auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung, die wichtige Fragen, Diskussionsbeiträge und Statements eingebracht haben. Herzlichen Dank auch an das Vorbereitungsteam, das für Konzeption, Werbung und technische Umsetzung der Veranstaltung verantwortlich zeichnet. Ich hoffe, dass wir die Erwartungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diese Veranstaltung erfüllen konnten. Lob und kritische Anmerkungen dürfen gerne im Nachgang zu dieser Veranstaltung an meine E-Mail-Adresse klaus.kurz@grüne-düsseldorf.de geschickt werden. Für uns als AG Nachhaltige Kommune war diese Veranstaltung nicht die letzte dieser Art. Wir werden weiter am Ball bleiben und uns für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele insbesondere in der eigenen Stadt einsetzen. Ich wünsche allen einen schönen Abend und die Veranstaltung ist hiermit beendet.